So, ja moin Leute, hier ist wieder Seta, aka Devilmaus von TheYoungFamily.de und ich heiße herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Und zwar machen wir ein bisschen GTA Live. Moment, ich werde mich noch kurz mal entmuten, beziehungsweise mal ins Game reingehen. Sollte jetzt eigentlich so alles passen. Ne, bestimmt, scheiße, verdammt. Ich habe was vergessen, Moment, ich muss einmal kurz mich noch entmuten. So. So, und zwar natürlich, zu meinem Dokumentarfilm bin ich nicht ganz allein, sondern ich habe mir wieder ein paar Freunde mitgebracht. Ich weiß jetzt zwar nicht, wer von den beiden ist. Also ich bin der Herr Vitali Kuklitsch und die nette Stimme, die ihr als erstes gehört habt, ist der liebe Wladimir Kuklitsch. Genau, und wen haben wir noch mit dabei? Den Patrick Schmidt. Patrick Schmidt, wie machst du das mit dem Finger? Mit dem B-Muskel. Ah, mit dem B-Muskel? Und dann zeigt er so. Ah, okay, alles klar. Wir lernen ja immer wieder neue Dinge hier, ne? Hab ne Idee. Hallo? Ist der Finger oben? Wird mal die Tür Alter, bist du jetzt hier gegen die Tür gesprungen? Patrick, das kannst du nicht machen, Mann. Du bist verrückt. Was war das denn bitte? Naja, er springt hier gegen die Tür. Er ist wieder. Ich sag ja, der hat beim Flug einen abbekommen. Das ist unglaublich. Jetzt machst du das auch noch? Immer richtiger Schaden. Oder? Was habe ich nur für Freunde? Und was habe ich für einen Bruder vor allen Dingen? Mann, Mann, Mann. Ich habe zu viel Wodka getrunken. Das ist unglaublich, oder? So, was denn hier mit ne? Wir müssen mal gucken. Müsst ihr mal Jonas fragen. Also mal anstupsen und sowas halt vielleicht. Also, ne? Mal knudeln und eine SMS schicken oder so. MMS, WhatsApp oder so. Im Flugzeug hat er bestimmt empfangen. Na gut, ich weiß ja nicht, ob da nur Flugmodus erlaubt ist. Nö. Auf jeden Fall sollten wir ihn jetzt mal finden. Oder wir gehen halt gleich ein bisschen. Lass mal ein Stück, kein Stück von hier weggehen, so. Wenn ich hier rauskommen würde. Guck mal, Jiffy. Das iFruit 9iX. Kennst du? Was? Oder nicht? Was? Du redest mit mir? Ja, yeah, ich wollte nur fragen, ob ihr das geholt habt, das neue iFruit. Ja, ja. War zwar nicht billig, aber man hatte sonst nichts zum Leben, weißt du? Ja, das stimmt allerdings. Ja, wie gesagt, wir müssen mal gucken, was mit Jonas, ne? Wir müssen ihn unbedingt hier gleich mal abholen. Ne? Da könntet ihr vielleicht kurz mal drüben nachfragen. So, und hallo Bämmchen. Warum hier? Weil das eigentlich ganz gut das Server war, um hier raufzukommen. Aber warum ist, habt ihr gerade auch den. Ist hier ein Autounfall passiert gerade oder was? Ich glaube ja. Ja. Kannst du eigentlich, du bist Patrick hier, ne? Ja. Okay. Kannst du eigentlich mal mich probieren mit dem Handy anzurufen, also U? Und mich irgendwie in Kontakten zu. Meine? Aufzunehmen oder sowas halt? Ich kenne mich mit meinem neuen Handy halt noch nicht so aus, vielleicht kriegt ihr das ja auch raus oder so. Wir sollten auf jeden Fall von der Straße runter, das hört sich gefährlich an hier. Das hört sich nach einem Elektromobil an. Wie gesagt, Jonas muss hier unbedingt mal raufkommen. Ansonsten, ich guck mal gerade, ob ich dich irgendwie dann muss ich ja... Ach, du bist schon da? Warte mal, Anruf tätigen. Ich sehe gerade, wir brauchen sogar gerade ein Smartphone, um das zu machen. Wir haben gar kein Smartphone, deswegen geht das auch nicht alles nicht. Ach so. Das könnte die Lösung für das Problem sein. Stimmt, ich habe gar kein Handy. Warum habe ich mein Handy nicht mitgenommen, verdammte Scheiße? Das kann doch nicht wahr sein. Haben wir das nicht bei unserem Streit in den Müll geworfen? Ja, ich glaube, ich habe es im Flugzeug vergessen, verdammte Kacke. Weiß jetzt jemand, was hier mit Jonas ist? Weil bevor wir mit Roleplay anfangen und so. Hallo? Hört ihr mich noch? Hörst du mich noch? Ja. Achso, okay. Ich weiß nicht, wie weit man mich hört. Ich weiß halt nicht, wie weit wir uns hören halt, weißt du? Wir müssen mal gucken, dass Jonas halt draufkommt oder so. Ich habe auch nur noch eine halbe Stunde ungefähr. Ja, wie gesagt, wir brauchen. Ja, ansonsten müssen wir halt gleich mal anfangen. Ich weiß nicht, was mit Jonas ist.
Jonas, was, was kann, habt ihr ihn angestupst oder so? Kann ich kurz machen. Ja, frag dir mal, was das Problem ist. Wäre gut, wenn er mal schreiben würde, aber mich hat er auch nicht angeschrieben. Vor allen Dingen, ich hör ihn drüben, ja. Aber er hat halt drüben das Plugin halt auch noch an. Oh Gott, hab ich die jetzt gerade? Oh Gott. Guck mir in die Nase, Kleines. Ich mir in der Nase rumzupuckeln. Aber vielleicht kann ich das bei Pet machen. Hm, riech mal. Hier? Da? Oh! Verdammt! Ich hab aus Versehen. Entschuldigung. Ich bekomme keine Antwort. Okay. Ja, wenn ich fangen werde, das halt schon mal an, würde ich sagen, oder? Ja. Was haben wir denn alles? Ne, bitte nicht boxen. Das macht Schaden. So, auf X. Ah, X, wenn du X gedrückt hältst, kannst du Geld geben, Lizenzen, Personalausweis nehmen. Was, kann ich dich beklauen oder was? Ah, ich kann auf dich. Nee. Hä? Also, du besitzt keinen Personalausweis. Wir haben nicht mal einen Personalausweis. Ja, weil du, ist ja auch kein Wunder. Wir sind ja auch erst hier gelandet. Ja, aber ich dachte, ich habe einen Pass mitgenommen. Ja, wir haben aber keinen Pass für diesem Lande. Okay. Haben wir irgendwie eine Karte oder sowas? Wo wir... Okay. Negativ. Gar nichts? Ne. Oh Mann, früher Militär hatten wir sowas noch, ne? Ja, aber nicht von dem Lande hier. In Russland, du wüsstest komplett alles auswendig. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich... Dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf, einfach mal in die Stadt, oder? Jo. Ich sehe da schon irgendwas mit Auto. Moment, ich sehe oben hier auch so einen Mensch. Siehst du den? Auf deinem Google Glass Uhr? Siehst du das? Oh, jetzt hören die mich wieder nicht. Oh Gott, wo sind die hin? Ach, da seid ihr hin. Da seid ihr ja. Ich weiß gar nicht, wie weit hört ihr mich denn eigentlich? Hallo? Was ist jetzt? Ne, ich muss erstmal, ihr müsst auch mal mit antworten. Wir müssen gleich in die City gehen. Ihr hört mich, oder? Ja, ja, ja. Ich weiß nämlich, wie weit ihr mich hört. Ihr müsst mir auch ein bisschen antworten halt. Ich kenne halt das. Deswegen wollte ich testen. Ich kenne halt mein neues Hörgerät halt noch nicht, weißt du? Ja, ich teste das jetzt einfach mal. Du hörst mich, ja, ne? Ja. So, ich geh jetzt immer weiter weg, immer weiter weg. Ja, immer noch höre ich dich, weg, noch höre ich dich, ja, noch höre ich dich. Okay, weg. Also wir hören uns jetzt gerade nur so 5 Meter halt gerade zusammen. Aber auf Y, im Muskel, ne? Da ist auch irgendwie was. Ich weiß nicht, hört man mich denn weiter oder was? Ich weiß nicht, wie man das... Vielleicht auf Z? Nee. Hörst du mich noch? Ja, höre ich. Wie hast du das eingestellt? Probiert. Hm? Ich habe Y mal gerade ausprobiert, aber es passiert irgendwie nichts. Okay. Jetzt höre ich dich aber wesentlich weiter. Echt? Ja. Ach, das siehst du oben unter dem Dollar-Ding. Ganz oben rechts, wo das Dollar steht. Da ist so ein Mannequin. Ah, ja. Und wenn du Y drückst, ist halt immer... Ja, 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 okay. Oh Gott, wenn die Leute uns hier hören, weißt du? Ah, ja, okay, okay, alles klar. Sehr gut, gut gesehen. Hier ist doch auch noch so ein... Auf deiner Google Glass-Uhr, ne? Da ist doch auch noch so ein Mensch halt. Siehst du den? Wollen wir da erstmal hingehen? Vielleicht können wir da uns irgendwie einkleiden oder so. Ja, okay, gehen wir einfach mal hin, ne? Ja, okay. Aber ich möchte aber auch eine Flasche Wodka kaufen hier. Kriegen wir bestimmt den Duty Free noch? Bekommen wir bestimmt den Duty Free. Da bin ich mir sicher. Der Herr da oben, der Matte hat das sich oben gemütlich gemacht. Oh ja. Ist bestimmt gute Luft da oben. Viel besser als bei uns. Aber ach nee, hier ist wahrscheinlich nur so ein komisches. Hier kommen die ganzen Leute an. Aus dem Flughafen, denke ich, oder? Ja. Ja, so rein kommen wir hier nicht wieder. Wir kommen nie wieder rein. Okay, gut. Ja, dann lass uns mal einfach Straße langlaufen, würde ich sagen. Was für ein schönes Auto. Ich will auch so ein Auto. Ja, vielleicht wir kommen noch dazu. Wir müssen nur gucken, wann.
Der vergessen hat, die Autotür zuzumachen. Wollte ich auch gerade sagen. Ist ein freundliches Land hier. Bei uns in Russland wäre es schon ein Auto weg gewesen. Wir haben übrigens Einheitsfrisur. Das Skinhead ist in Russland. Ne? Oh Gott! Warum auf Russisch? Normal reden? Nein, alles gut. Wir machen immer russischen Akzent bei uns. Ja, ich bin mal gespannt. Wollen wir rennen oder wollen wir nochmal laufen? Okay, wir rennen. Oh. Nicht so. Hast du nicht gelernt? Laufen. Mein Freund. Da rennt er einfach dagegen. Hast du das gesehen, Vitali? Ja, er hat die. Oh ja, mit dem Reden. Wir sollten auf jeden Fall erstmal schreien. Solange wir noch so neu hier sind. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir laufen, oder? Dieses Rennen macht mich ganz verrückt. Komm, klettern wir hier hoch. Hochklettern? Bist verrückt? Ich dachte, ich dachte, du kommst aus Russland. Ich dachte, du bist nicht aus Dschungel. Ja, du lachst. Ich dachte, wir klettern nicht auf Bäume. Ich dachte, wir sind russischer Bär und so. Ist ja nichts los hier. Was ist denn hier los? In Russland ist überall Straßenverkehr. Ja, wir haben Glück heute. Anscheinend ist heute Totensonntag. Man weiß nicht. Ja, langweilig. Was auf jeden Fall wichtig wäre, ich möchte mich unbedingt neu einkleiden. Weil ich möchte nicht so aussehen wie ihr. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ohne das. Ne? Ihr versteht schon. Da sind sie. Da seid ihr beide still. Was auch nicht. Unglaublich. Da hinten ist ein Stadion. Oh, cooles Stadion. Sowas haben wir bei uns nicht. Wir müssen unbedingt Super Bowl angucken. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch. Ja. Irgendwie. Aber ich glaube, die Preise sind, glaube ich, ein bisschen teuer. Meinst du? Glaube ich schon. Ich habe nur 3000 Dollar dabei. Naja, ich habe auch 3000 Dollar. Haben wir die dabei? Ich würde gerne eine Bank haben. Ich hoffe, wir haben die nicht dabei. Das wäre schlecht, Jungs. Ja, wir sind doch hier in einem Land mit viel Polizei. In Russland gibt's das nicht so. Ja. Was wir auch noch auf jeden Fall rausfinden müssen, wenn wir ein Handy haben, wie wir uns gegenseitig anrufen. Und beziehungsweise, gibt's hier irgendwo Supermarkt, wo wir Handy kaufen können oder sowas? Oder irgendwie was in der Art? Boah, ich fühle mich gerade wie so ein Kleinkind in Russland. Keine Ahnung von nichts. Warum wie ein Kleinkind? Ich fühle mich nur wie ein Mensch in einer fremden Welt. Weil kleine Kinder wissen eh nichts. In Griechenland und in Russland, wo wir immer waren, da gab's sowas nicht. Haben wir sogar ein Handy von einem Staat geschenkt bekommen. Ja, schöne Säule hier übrigens. Hast du sowas schon mal gesehen in Russland? Ich glaube nicht. Wird das schon ein bisschen schwul. Wieso? Wegen der Farbe. Ja, das ist der... In Russland gibt es keine Pink. Das ist der Magic Stick. Hast du schon gehört bestimmt von? Ja, bestimmt Frauenspielzeug. Der Pink Magic Stick. Oh, der andere ist aber für Männer. Der ist grün und blau auch noch, hast du gesehen? Weißt du, in Russland, da ist Homosexualität nicht so, ne? Ja. Vielleicht sollten wir mal fragen, wo wir irgendwo Einkaufsladen finden. Patrick, du warst doch immer sehr, sehr begabt. Du sprichst doch diese Sprache viel besser als wir. Naja, also, so wie ich in der Erinnerung habe, gibt's einen Supermarkt erst 2-3 Kilometer weiter weg. 2-3 Kilometer? Ja, dann führ uns mal. Zeig uns mal den Weg, vielleicht da lang. Oder da lang. Ich weiß es nicht genau. Oder da? Vielleicht. Vielleicht. Man weiß es nicht. Er will schon wieder joggen hier, weißt du? Er ist schon wieder der sportliche Patrick wieder, weißt du? Ja, ja, ist klar. Merkt das schon. Aber auch keine Lust, die ganze Zeit nur zu laufen. Nee, wir müssen erstmal Fahrrad oder irgendwie was besorgen uns. Wir müssen aber erstmal Markt finden. Hier dahinter ist ein Hotel, sehe ich da oben. Hotel Drop-Off. Hier in der Nähe direkt gibt es auch Fahrten. Für Opium Nights, ob es da auch Opium gibt. Opium bringt Opium. Ist nicht gut, der hat unseren Opium auch umgebracht. Ja. Weißt du nicht mehr? Und du sollst nicht lachen, du sollst uns führen. Also nicht so wie 45 führen, aber hier führen. Warum lacht ihr so?
Was hab ich getan? Alter, was war ja noch Stalingrad noch da? Ach, das war die 45 Sprich. Ah, ja, da hat Opi immer von erzählt. Weißt du nicht mehr? Nachdem ja. Opium Opium gebracht hat? Ja, ist so. Ach, das war doch Zeiten. Ja. Patrick, wo müssen wir denn hin? Ist es noch weit? Ja. Ja? Ja dann. Marsch, marsch. Wie früher in der Armee, weißt du? Ich würde mal sagen... Zeig, was du in der russischen Schule beigebracht bekommen hast. Du sollst nicht boxen gegen Mauer. Das bringt nichts. Ich weiß, du bist zwar Iron Fist, aber... Man weiß es nicht so genau. Oh Gott, jetzt rennen wir die ganze Zeit. Oh Gott, wie ich renne, ich bin wie schneller als der Wind. Oh Gott. Wo will er denn hin mit uns? Der ist hier abgebogen. Achtung. Straße gucken. Nichts kommt. So, Medu, hallo und dich. Ja, Straßenhype hier. Medu-Hype. Nee, Straße. Kennt ihr, wisst ihr, oder? Was ist denn hier los? Ist ja nichts los hier auf der Straße. Ja, ich weiß ja nicht, wo ihr uns hinführt hier. Oder wir holen uns erst ein Fahrrad oder so. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwo hin, wo wir erstmal uns umkleiden können. Ich möchte auf jeden Fall nicht so aussehen, wie ich jetzt aussehe. Ich sehe aus wie ein Nazi. Also und ich mag keine Nazis. Kleidung ist noch weiter weg als normaler Markt. Ja, dann erstmal normalen Markt, würde ich sagen. Was lachst du so? Wie gesagt, wir folgen dir. Ich weiß zwar nicht, wer von euch wer ist. Ich glaube, wir wären lieber in Russland geblieben. Da ist es viel einfacher. Gibt's doch auch bestimmt ein Einbürgerungsamt, oder? Wir brauchen doch Personalausweis. Wenn uns Polizei anhält, was haben wir denn dann mit Problem? Wir sagen einfach, wir sind Flüchtlinge. Wir drei Glatzen, wenn die uns hier anhalten, dann ist Problem für uns auf jeden Fall. Bin ich mir sicher. Wir machen einfach einen Asylantrag. Wir sind Flüchtlinge. Ja, ich versuche ja wo, aber die haben uns am Flughafen einfach rausgelassen hier. Wo sind wir hier? Das ist die Frage. Wir rennen. Komm, wir lassen. Aber Rennen ist auch so auffällig, finde ich. Als ob wir was getan hätten. Was denn? Guck mal, Wladimir, du hast ja gerade von 1944 gesprochen. Guck mal, was auf der Säule steht. Wo? Oh, yo! Ja, sag ich ja. Alter. Du sollst doch nicht den Kopf stoßen. Was hat denn der Lehrer dir damals beigebracht? Da hat unser Opi. Da war er. Auf dieser Säule. Erst war er so. Dann, jetzt ist er da oben. Ganz oben. Da, ganz oben. Ja, was lachst du so? Das ist so. Der ist leider jetzt da oben, mein Freund. So, Taxifahrer Jürgen. Okay, alles klar. Wir brauchen ein Taxi. Nee, wir müssen einfach nur rennen. Ich weiß nicht wo. Erstmal gehen wir zum Market kaufen ein. Irgendwas einkaufen. Wir müssen in die Richtung. Ich weiß nicht. Polizeisirenen. Da sind wir in der Nähe sogar. Habe ich eigentlich keinen Hunger und Durst? Weiß ich nicht. Ich habe nämlich, glaube ich, nur noch. Ich kann auch selbst mich nicht einschätzen, ob ich noch gesund bin oder nicht gesund bin. Ist das unten links da? Also jetzt solange mal. Solange der Atem ist und stehen. Wo ist denn der Health-Bike und so? Ist das unten links, das Grüne? Weil ich habe nämlich nur halb voll. Ja, dann bist du schon ordentlich verletzt. Gesprungen. Oh, scheiße. Ja, ich habe auch schon wieder was verloren. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn man tot ist, dann liegt man ungefähr 5 Minuten. Das ist schon mal sehr begeisternd, würde ich sagen. Was jetzt mit Jonas ist, wissen wir immer noch nicht, ne? Was ist denn hier los? Burgershot. Oh, guck mal, Burgershot gibt's in der Nähe. Hat nicht geantwortet. Oh, das ist komisch. Was? Wer hat geantwortet? Ne, Jonas hat nicht geantwortet. Der Dummbatz. Oh, ich hab ihn auch alles erklärt mit Installation. Oh, hier fliegt ein Helikopter. Ja, ich höre. Da oben ist die Hauptstraße. Das hört sich aber nicht an wie eine Mii. Das hört sich an wie was Amerikanisches. Was ist Hauptstraße wo? Da oben. Komm, alle drei jetzt auf der Hauptstraße. US Army führt einen DEFCON 3 Waffentransport durch. Was? Müssen wir direkt angreifen. Um Gottes Willen. Gut. Warte, ich muss kurz in Russland anrufen. Moment. Ich muss das weitergeben. Mach kaputt? Nein, ich habe gar kein Telefon, verdammt. Ich vergesse das. Ich möchte mein AK wieder haben. Ich weiß zwar nicht, wem wir jetzt hinterherlaufen müssen.
Ich laufe einfach mal demjenigen her, der nicht auf der Straße läuft. Ja, ich will einfach jetzt hier den Berg hoch. Ach so. Na, Patrick führt uns doch gerade. Der hat doch gesagt, der war schon mal hier. Nein, ich war noch nicht hier. Ach so. Ja, wohin willst du mit uns jetzt gehen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Warum weißt du das nicht? Oh Gott, ich dachte, du hast einen Plan. Verdammt. Dann, ja, hier geht's jetzt mehr in der Stadt aus. Oh. Dann lügt ihr uns einfach an. Ist das unglaublich, oder? Ich glaube, der hat so wenig Wodka getrunken in letzter Zeit. Ja, das glaube ich auch. Hier ist aber Autobahn, oder? Hier können wir doch nicht einfach raufgehen. Das können wir nicht machen, glaube ich, oder? Ja, guck da, da ist Strand. Oh, hier ist Big City. Ich glaube, wir sind richtig. Ich weiß. Ich glaube, mein Old. Ich auch? Ja, aber ich. Wo kam denn das her? Hat doch jemand von euch Handy bei, verdammt? Oh Mann. Guck mal, ja, bricht sich wieder hier alle Knochen. Ist klar. Nein, 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 nein. Oh Gott. Hier ein bisschen schwimmen, sagst du? Nee, würde ich nicht machen, oder? Hier unten, wenn du runterspringst, ist Sand. Ich glaube, da hinten ist eine Brücke. Kommt raus. Brücke wo? Ja, da kommst du aber auch nicht runter. Alter, wo wir hier wieder gelandet sind. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall verlieren, Leute, ne? Also, da müsst ihr aufpassen. Dafür, dass er vorausspringt und dann alle anderen hinterher. Jo. Ich hatte vorhin noch, warte mal, so ein Muskel gefunden. Warte mal, bleib mal kurz stehen. Ah, mein Inventar ist leer. Okay. Ja, wie dann auch, du kannst ja auch nichts dabei haben. Ja, irgendwie konnte ich jemanden ansprechen und fesseln und sowas. Ich weiß nur nicht genau, wie. Ja, Finger weg. Ja, nein, ich hab ja nichts. Meinst du, ich zieh jetzt mein... Ich hab ja nicht mal Schnürsenkel, wie du siehst. Ich sehe da hinten einen Chopper. Was, Chopper? Da hinten links. Get into the Chopper. Klauen? Ich weiß ja nicht, ob das abgeschlossen ist. Hast du Ahnung von Technik? Was ist das hübsches Wetter hier? Spring durch Fenster. Ey, du musst ja das auch noch kurz schließen. Ja. Die Amis haben ja keinen Sinn für Sicherheitstechnik. Vielleicht war das der Waffentransport. Und ich kann das nicht mal in Russland Bescheid sagen, damit die das abfangen, die Schlawiner. Oh, hier ist wieder Flughafen, kann das sein? Ja, Hubschrauberlandeplatz. Ich sehe da auch Flugzeuge voraus. Ich sehe hinten zwei weiße Lampen. Was ist das denn? Was für Schlampen? Ach nee, Lampen? Jetzt ist das aus. Was ist da passiert? Ich weiß nicht. Ich sehe aber auch leider nichts auf meiner Google Watch Uhr. Seht ihr da irgendwie was? Da ist auch nichts markiert. Ah doch, ja, da sehe ich ein Auto. Auf meiner Uhr steht, dass ich das mit meinem Smartphone verbinden soll. Ich habe aber kein Smartphone. Achso. Vor uns kann man Fahrzeuge kaufen. Ja, ich sehe das auch. Aber sonst Market oder sowas? Verdammte Scheiße. Wir verdursten und verhungern hier, ich sag's euch. Wir sind wie die letzten Penner hier angekommen. In Russland hatten wir noch Geld, weißt du? Und alles Kaviar. Und da hatten wir auch noch einen Titel. Ja. Waren immer die Mafia. Na, nicht die Mafia. Du darfst ja nicht das Wort in der Öffentlichkeit sagen. Das weißt du doch. In Russland ist das doch scheißegal. Ja, wer weiß, wer uns hier wieder hört. Wir sind nicht in Russland. Das darfst du nicht vergessen. Ja, die NSA, die hört uns doch sowieso schon zu. Ja, zum Glück haben wir kein Handy. Wer ist da auf dem Ding gelandet? Warte mal, ich hab da was gehört. Was ist denn hier bitte los? Ist das hier Geisterstadt oder was? Ist ja nichts. Nee, achso, los. Ich sehe jetzt gerade, wo wir sind. Ach. Ah. Okay. Wir sind da. Da ist ein Store. Komm, Hubschraub, klauen. Store? Ich sehe Stores verschiedene. Irgendwie, seht ihr irgendwas wie Einbürgerungsamt oder sowas halt? Store, Discount Store. Discount Store. Ich werde mir mal da kurz was hinlegen. Wie weit ist denn das? Oh Gott, das ist ganz schön weit von uns hier. Also ihr habt doch gesehen, ne, dass wir uns doch ein bisschen umschauen können. Wir haben doch noch einen Kartenführer mitbekommen, ne? Ja, auch am Wert geschrieben. Ja, du, ja. So, oh, Helikopter hier, viele.
Der Helikopter. Ich habe eben auch schon einen Raser auf der Straße gesehen, aber was ist hier los? Das ist voll die ganze Stadt. Wo gehen wir zum nächsten Store jetzt, der in der Nähe angezeigt wird, oder was? Oh, guck mal, oh, hier ist Verfolgungsjagd hier. Oh Gott, Action, Achtung. Oh Gott. What? Oh Gott. Wow. Alter Falter. Und ich dachte, die Russen fahren verrückt, deswegen gegen Dashcam. Verdammte Scheiße, die haben hier bestimmt sowas auch. Wette ich mit dir. Sie haben die einfach die Lampe kaputt gemacht. Alter. Ich hatte gerade Angst zu sterben. Jetzt habe ich mir fast in meine Hose gemacht, ich habe nur eine. Das ist das Problem. Das ist das Problem, ja, du lachst. Moment. Ich hab mir nur gerade einen Punkt gelegt. Also ich weiß, wo wir ungefähr hin müssen. Oder sollen wir, damit wir schneller unterwegs sind, uns jetzt hier mal nach einem Fahrzeug umgucken? Ja, wir haben gar keinen Führerschein und so. Ja, brauchen wir nicht. Ne, wir brauchen erstmal, wir haben nicht mal einen Personalausweis. Unnötig. Ja toll, ich hab keinen Bock, ich sitze schon direkt am Anfang hier in Knast sitzen. Ich möchte ja auch nicht in den Knast kommen, auf gar keinen Fall. Weil du da hast du nicht mal die Knaste in Russland erlebt. Da wirst du regelrecht zerfleischt. Ja, dagegen ist das hier lächerlich, aber trotzdem. Ich möchte hier nicht unbedingt wie ein Hund leben. Wenn du in Russland jemanden ärgerst im Knast, dann wirst du richtig gefistet von hinten. Meinst du? Ja, richtig. Ich spreche aus Erfahrung. Das ist, ich bin mir dann manchmal nicht so sicher. Doch. Ich habe so oft schon Faust in den Arsch bekommen. Was? Was erzählst du mir da? Das hast du mir noch nie erzählt, Vitali. Verdammt. Ja, ich habe versucht, das zu verdrängen. Ja, hat das. Dir wehgetan. Ja. Ich glaub dir das. Ach ja, ich jag's euch, Leute. Wir haben nicht mal eine verdammte Uhr, oder? Kann das sein? Wann sind wir überhaupt gelandet? Seit wann sind wir denn überhaupt hier in diesem Land? Gefühlt seit 2 Stunden. Ja, nur nicht ganz, oder? Weiß ich nicht, aber hier ist total tote Hose. Ja, na gut, wir sind hier wahrscheinlich nicht an the place to be, wie man so, glaube ich, hier sagt. Ich habe das gelernt. Ich weiß nicht, ist das richtig? Was meint ihr? Place to be? Kann man das sagen? Vielleicht. Hier ist ein koreanisches Restaurant. Ist leider geschlossen. Ja, es ist zu. Wahrscheinlich hat Nordkorea es weggesprengt. Na, vielleicht gehen wir nächste Woche mal Kim besuchen hier. Vielleicht kommt er da. Hör Musik in der Nähe. Was? Was hast du denn für ein Hörgerät? Ich höre hier ein Radio in der Nähe. Hä? Kommt Richtung koreanisches Restaurant. Hörst du was, Patrick? Nein. Oh, ich höre einen Rennwagen. Oh, den habe ich gehört. Alter Falter. Den habe ich aber nicht gehört. Den habt ihr nicht gehört. Okay. Vielleicht haben wir verschiedene Ansichten der Dinge, würde ich mal sagen. Aber stimmt hier mit Hasi nicht? Ja, das kann sein. Aber ich habe nicht die... Ich hab nicht die Quittung. Aber wir sollten übrigens bald an dem Ziel unserer Begierde sein. Ist nicht mehr. Oh Gott, das ist noch ein Stück. Guck mal, Videospiel. Guck mal, original Videospiel hier aus Amerika. Space Monkeys 3D. Das Space Monkey wurde von Russen programmiert. Ach so? Von uns. Also nicht von uns, aber von Russen. Was machst du denn da schon wieder? Du machst mir Angst. Davor wird es nämlich ein Movie ohne Phone-App geben. Kann wieder nicht mit seinen Fäusten umgehen, der Kollege. Ah, ihm fehlt Wodka so langsam, er hat schon eine Erzugsentscheidung. Ja, der hat schon nervöse Zitterung, siehst du hier? Das ist unglaublich. Aber bitte sterb uns hier nicht weg. Mann, immer die Kleinen, ne? Oh Mann. Wann kriegen du musst doch viel lernen, mein Freund. Wann kriegen wir den mal groß, kleiner Padawan? Ja, nimm die Faust um, da brauchst du das gar nicht versuchen, mein Freund. Ich sag dir, machst du das noch einmal? Ne, mach ich dich kleiner als wie meine Faust. Ja, brauchst du nicht lachen. Ich meine das ernst. Ich höre ein Auto rasen. Verfolgungskleidung. Auto rasen? Ich glaube, wir haben wirklich verschiedene Hörgeräte. Ich habe jetzt gerade eine Autosirene gehört, also Autoalarm. Ah, hier ist, guck mal, ist nicht mehr weit, da vorne. Da vorne ist, glaube ich, wie nennt sich das? Bing? Binko. Wir sollten eigentlich stehen bleiben, hier ist rot. Ja, ich schaue mich gerade um, aber ich sehe kein Auto, siehst du was? Ich sehe auch keine Bullen, das ist mir doch egal.
Jetzt rennt die wieder, weil jetzt sind sie wieder ganz schnell, weil sie als erster Klamotten haben wollen, ne? Ja, es ist klar. Oh, sie sind meine Lebensrettung. Endlich aus diesem stinkenden Scheiß raus. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Kleidungsstore. Benutze Muskel E. Ah. Was lachst du so? Was es alles für Muskeln gibt. Ja, aber ich will nicht so viel, ich will nicht alles für Kleidung ausgeben. Ich muss erstmal, was nehmen wir denn? Kaufen, natürlich. Ach so. Ja. Muskel E muss ich nochmal nehmen. Nicht kaufen, sondern dann nehmen wir. Oberbekleidung. Was nehmen wir denn erstmal? Oberkörperfrei, nee. Kann ich mir das auch irgendwie angucken? Bevor ich das irgendwie anziehe? Seht ihr das irgendwie bei euch? Noch nicht. Oh. Ich weiß ja gar nicht, was das gut aussieht. Die Preise sind aber ganz schön teuer. Warum hat er jetzt AFK über sich stehen? Oh. Disconnected. Oh, was passiert? Anti-öffentlich. Anti-Offline-Flucht wird da, steht da. Du hast zu lange rumgestanden. Das heißt, wir müssen uns zwischendurch immer bewegen, bevor wir was kaufen. Alter, hier sind ganz schön teure Sachen. Alter Falter. Aber vieles. So, ich muss mich auch mal kurz bewegen. Nicht, dass hier irgendwie mir das auch passiert. Der wird ja gleich wieder herkommen, ne? Geh ich wovon aus. Wie kann ich jetzt hier Sachen kaufen? Ja. Kannst du kaufen. Ja, aber wie denn? Na, du musst mit den Pfeilmuskeln. Also, wenn du E gedrückt hast, ne? Ja, dann kann ich mir jetzt ein paar Sachen aussuchen. Genau, ja, aber ich weiß nicht, wie man anguckt. Das weiß ich nicht. Das siehst du in deinem eigenen Charakter. Nee, sehe ich leider nicht bei mir. Ach so, wir müssen dann raus, zurück und dann auf Kaufen drücken. Ja, aber ich kann das nicht angucken. Ach so, doch. Wenn ich aufdrücke, alles klar. Ah, okay, alles klar. Ich will aber auf jeden Fall... Oh, kostet 500, wow. Ganz schön teuer hier. Tanktop. Oh Gott. Siehst du das auch? No. Du siehst mich nicht? Nee, ich sehe immer noch deine alte Bekleidung. Oh Gott. So, Lederjacke. Wow, die ist ganz schön teuer. Was gibt's denn hier? Tanktop. Tanktop will ich nicht haben. Faltenpullover. Der sieht auch komisch aus. Longshirt weiß. Sieht alles komisch aus, aber ist alles so teuer. Eieiei. So, Tirura-Shirt. Das sieht auch irgendwie komisch aus. Übergangsjacke. Ich hab nicht genügend Geld. Ich hab noch 3000 Dollar. Ach, wir müssen wahrscheinlich vorher an Geldautomaten, oder? Ich bin schon angezogen. Hä, ja, was? Wie hast du das? Hast du schon gekauft, was? Ich hab doch gar kein Geld. Nee, du hast gar nichts. Du hast gar nichts an bei mir. Achso, es ist wieder weg. Ja. Ja, das heißt, wir müssen eh kurz an Bankautomaten. Ist hier draußen gleich, habe ich gesehen, oder? Drücke E-Muskel, um Geld abzuheben. Ah ja, hier ist. Oh Gott. Da steht, mein derzeitiges Guthaben beträgt 2000 Dollar. Ich habe noch 3. Derzeitiges Guthaben beträgt 2317 Dollar. So, Einkommen, oh Gott, wir haben Krankenversicherung, Steuerklasse 1 haben wir. Und Rundfunkgebühr? Für was haben wir Rundfunkgebühr? Ich habe noch gar keine Wohnung. Wie viel nimmst du mit? Ich habe 2000 mitgenommen. 2000, echt? So viel? Willst du ausgeben? Ich verstehe dieses System hier noch nicht. Also ich möchte ganz gerne auszahlen. Nehmen wir mal 1500. Bestätigen. Jetzt habe ich 0 Euro dabei. So, ich habe 1500 von meinem Konto abgehoben. Hä? Und oben rechts steht bei mir 4500. Ja, das stand bei mir auch eben. Jetzt steht bei mir 0. Okay, vielleicht dauert es ein bisschen. Oh, hallo. So, gucken wir mal. Jetzt können wir aber was kaufen. So, ich will auf jeden Fall... Was hast du denn genommen? An der Oberbekleidung, was nehmen wir denn da? Olivgrün Muskelshirt, wie sieht das? Das sieht auch komisch aus. Das sieht alles komisch aus. Trikot? Oh, Trikots vielleicht. Trikot ohne Gürtel. Ah, das ist schon besser.
Oh, ja, ja, das. Aber ich brauche vielleicht aber. Oh Gott, aber das ist. So, ich habe mir jetzt diese Jacke geholt, damit mein Witz nicht so warm ist. Kalt ist. Ah, okay, sieht schon mal fesch aus, muss ich sagen. Marke Orange. Wie viel hast du bezahlt? 500. Wow. 500 geht aber eigentlich. Ist gar nicht so teuer. Ich muss hier gucken, was ich mir überhaupt ein bisschen leisten kann. So, Longshirt weiß, okay. Aha, aha. Oh, hier gibt's eine Sowjetjacke. Oh, Sowjetjacke. Aber die kostet 2000. Ernsthaft? Wow. Die ist aber fresh. Muss ich sagen. Wie, sie haben nicht genügend Geld. Willst du mich verarschen? Was hast du denn? Hast du nicht genug Geld da mitgenommen? Viel mehr Geld. So. Ja, das sieht doch schon mal je nach was aus, auf jeden Fall. Oh, verdammt. Kann ich das kaufen? Moment. Oberbekleidung hatte ich schon, Hosen, Schuhe, Körperaccessoires. So. Ich bin fertig. Guck dir an, ich pinke Sneaker und komplett orange. Oh, hübsch, hübsch, hübsch. Der Rest Geld tue ich aus Bankkonto. Oh, es gibt leider keine Hüte und sowas hier. Das ist aber doof. Aber Schuhe will ich auch noch andere. Was gibt's? Oh Gott, hier sind die aber teuer, mein Freund. Sneaker Pink, oh Gott. Sneaker Pink. Flipflop Schwarz. Sneaker Blau. Kosten 1200, wow. Ja, ich würde sagen, wir holen uns noch nichts hier. Aber kaufen den Rest, würde ich sagen, oder? Ja, ich würde sagen, wir kaufen den Rest. Zurück. Und... ja, kaufen, würde ich sagen. Sie haben diese Kleidung für 1000 erworben. Ah, nice. Hammer nice. So, jetzt haben wir schwarze Jacke. Oh, du siehst aus, als wenn du aus Gefängnis kommst. Also, so wollte ich das auch. Echt, wolltest du das? Ich mag diese Farbe. Okay, lass uns mal kurz gucken, warte mal. Wir müssen noch ein Smartphone kaufen. Ja, deswegen wollte ich ja gucken, wo wir hin müssen. Wie kann ich denn auf die Map gucken? Naja, du musst Escape-Muskel. Und dann musst du gucken, dann kannst du, wenn du auf einmal raufkriegst, dann so, weißt du, aufmachen. Großes Karte. So, was haben wir denn hier noch in der Nähe? Wir haben noch, hier ist ein Store. Da würde ich mal sagen, gehen wir hin, der ist ganz in der Nähe. Der ist nicht weit weg. Hast du das gesehen? Ja, ich vertraue dir. Du vertraust mir? Oh Gott, ich sehe aus. Ich brauche unbedingt einen Hut oder so eine Scheiße. Oder Haare. Ja gut, hat er leider nicht verkauft, der Junge. Gibt's irgendwo Haare zu kaufen? Ich fühle mich wie ein... sehe aus wie ein scheiß Nazi. Oh Mann. Jetzt mal ohne Scheiß, oder? Nö. Findest du nicht? Genau, das ist doch schon... ist doch schon eine gängige Frisur. Um Gottes Willen. Wir müssen hier rechts rüber übrigens. Da hinten bei Tankstelle muss es irgendwo sein. Also ich weiß gar nicht... oh, wir haben Patrick über... wo ist Patrick überhaupt? Der müsste doch eigentlich auch nicht, dass wir ihn verloren haben. Der kommt doch jetzt in Geschäft wieder rein, oder? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, er ist leider nicht mehr bei uns. Ja stimmt, er ist wirklich nicht mehr bei uns. Egal, komm, wir gehen weiter. Ich höre jetzt auf einmal wieder Musik. Wir gehen weiter, Vitali. Ich höre ein Auto-Alarm. Nein, ich nicht, aber du hast komische gehört und seit neuerdings. Bist du sicher, dass du in dem Flugzeug nicht doch Terpentin getrunken hast? Nö. Nee? Nee. Okay. So, müssen wir schauen tatsächlich, was wir hier irgendwie noch. Was wir hier noch machen können. Ich höre schon wieder diese Musik. Du bist verrückt, mein Freund. Du bist verrückt. Ich hab's dir schon immer gesagt, du bist verrückt. Wir müssen hier links rüber übrigens. Und immer schön nach rechts und links gucken, ne? Eieiei. Ich weiß nicht, ob wir in Tankstelle kaufen können? Ich hab Payday erhalten, hab ich gerade eben gesehen. Was? Was? Payday? Ist das nicht ein Film? Ja, oder ein Spiel. Oder ein Spiel? Ich hab gerade Geld bekommen anscheinend.
Oh, warum kriege ich kein Geld? Weiß ich nicht. Ach, Herr Kollege. Das finde ich ja. Oh, hallo. Ich grüße Sie. Ist das Patrick? Kenne ich Sie? Sie sehen so ähnlich aus wie ein Freund von mir. Oh. Ich glaube, er hat seine Stimme verloren. Das könnte sein. Ja, lass uns mal gucken. Vielleicht können wir kaufen was. Oh, guck mal, da ist noch einer mit blauem T-Shirt. Wir gucken mal. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas hier. Ja, das wäre ganz cool, was zu essen, trinken oder so vielleicht. So. Was für eine Auswahl. Und mit dem Straw zu interagieren. Ah, okay, alles klar, ich sehe. Hier ist ATM. Ey, ich habe wirklich gerade Geld bekommen. Was? Echt? Was? Oh. Ich will auch Geld. Jo. Ah. Verdammt, bei mir ist gerade Kopfschmerzen. Mein Spiel ist abgestürzt. Verdammt. Ich muss nochmal neu starten. Shit. So, Moment, jetzt seht ihr kurz den Desktop von mir. Oh Gott. Bei mir ist es auch abgestürzt. Echt? Ja. Oh nein. Aber ich habe echt gerade Geld bekommen. Was? Warum hast du Geld bekommen? Ich habe sogar schon Steuern bezahlt, obwohl ich noch nicht mal Personalausweis habe. Ja, doch, Steuern habe ich auch schon bezahlt und sowas halt. Also wieder auf den... Dreier, ne? Ja, ich bin nur gespannt, wo wir spawnen. Ja, das ist die Frage. Wollen wir jetzt direkt wieder in der Tankstelle spawnen, oder? Sieht man hier vor meinem Desktop? Oh Mann, das möchte ich eigentlich nicht. Aber steht da einfach, GTA funktioniert nicht mehr, weißt du? Ja, bei mir auch. Wahrscheinlich so ein Shop in irgendeinem Bug oder so, vielleicht. Ich hab doch einfach nur in den ATM reingucken wollen. Ja. Was soll ich jetzt mit Jonas? Ich weiß nicht, macht der mit oder was? Jonas, bist du da? Sprich mit uns. So, ihr und Jonas raus. Ja, wir sind leider gerade... Leider. So, jetzt sehen wir kurz Schwarzbild. So, zwei Freunde sind online. Aber ist schon mal ganz lustig. Alter, Pet, erschreck mich nicht. Schlawiner. Aber ist schon mal ganz lustig. So, das ist schon wieder das Feeling tatsächlich, wie ich bei Altes damals hatte und so. Muss man schon echt sagen. Ich weiß nicht, wie findet ihr das denn oder so? Ich weiß nicht, Wapiti und so, wer noch zuschaut. Oder wenn ihr später zuschaut oder so, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. So, Loading. Und wir loaden. So, sind übrigens gerade 106 Spieler bei mir aktuell drauf gewesen. Also über 100. Pat, hörst du mich noch? Ja. Ah, okay. Ich join jetzt gerade wieder. Ja. Ich werde wieder bei. Ich werde mich jetzt wieder. Weißt du? Ja, wir müssen uns erstmal gucken. Oh, da gab's voll viel Scheiß zu kaufen, was eben gerade im Shop, was ich gesehen hatte. Ist voll eigentlich cool und lustig zuzusehen. Ja gut, noch haben wir nichts gemacht, also wir haben ja noch nichts, was jetzt noch kommt, so dass wir natürlich irgendwie was farmen gehen oder was, halt irgendeinen Job irgendwie machen, Pizza ausliefern oder so ein Scheiß. Ne, damit wir erstmal überhaupt ein bisschen was an Kohle reinkriegen oder so, halt uns werden die Steuern schon abgezogen, weißt du, und wir haben noch nicht mal so viel Geld. Eigentlich haben wir gar nichts fast. Wir können uns gerade mal eine Jacke leisten, ich hab gesehen, wie teuer die war. So, mein Passwort wird hoffentlich nicht angezeigt. So. Das hat keiner gesehen, das Passwort. So, Wladimir Koklitsch. Also nicht Glitschko, Koklitsch heiße ich, ne? Zu merken. So, anmelden. Was, falsches Passwort dreimal? Fick dich! Nein, verdammt! Jetzt muss ich das nochmal neu starten, ernsthaft? Oh, dieses Spiel. So, select. Ja, ich will kurz einmal selecten. Genau. Ich wundere, seht ihr kurz, er wurde beendet wegen Problemen. Join Server. Ach, verdammte Kacke. Ich dachte, ich habe Passwort richtig eingegeben. So, eventuell spiele ich wohl mit. Mido, gerne. Mido, Alter, wenn du GTA hast, ich erkläre dir das gerne alles halt mit GVMP. Du musst dir auf jeden Fall auf der Website von denen, also gvmp.de, einfach einen Account erstellen. Und dann musst du ja sowas ähnliches wie Task Force Radio runterladen. Und du musst dir einen Charakter erstellen auf der Website.
und dich mit dem Teamspeak dort halt verifizieren. Ne? Wenn du im Stissel bist im Teamspeak oder so, halt, kann ich dir das ja noch erklären oder so, wenn du Bock hast. Oder wenn du Hilfe brauchst oder so, natürlich. Das ist auf jeden Fall ziemlich lustig. Also, es sieht schon mal, macht schon mal irgendwie Spaß so. Oder Pet? Pet hat auch schon einiges. Pet noch da? Oh Gott, jetzt hört er mich nicht wahrscheinlich wieder. So, weil er natürlich schon gejoint ist. Die Dullis, ne, die haben natürlich nämlich hier auf unserem Teamspeak, also wir sind auf zwei Teamspeak, weil wir natürlich wegen Stream das ein bisschen besser ist. Haben die natürlich das Plugin halt noch an, das heißt, die hören mich jetzt hier auch nicht. Das ist natürlich sehr schlau, bis man natürlich dann einen zweiten Teamspeak offen hat. Aber das erkläre ich dir nochmal. So, Loading Multiplayer, Grand Theft Multiplayer, oh yeah. Und das gute Pisswasser im Hintergrund, ne? Falls jemand Durst hat von euch. So, und er sieht sehr, sehr leger hier aus, ja. Oh, jetzt, hier. Wir treten bei. Wir treten bei. Ja, und die anderen beiden Server tatsächlich haben von denen, also sind vier Server, glaube ich, oder fünf Server insgesamt, über 180 Spieler, beziehungsweise 180 ist das Maximum, die sind alle voll. Ne, und wir kommen jetzt hier gerade hoffentlich noch mit drauf. Ja, Medu, wie gesagt, würde mich auf jeden Fall freuen. Ne? Das sieht ziemlich lustig aus und mal schauen, ob wir ein bisschen Spaß haben können. Zumindest, ich brauche unbedingt Haare oder irgendwie einen Hut oder irgendwie sowas, weil ich kann diese Glatze nicht mehr sehen, tatsächlich. So, jetzt sollte aber das Passwort richtig sein. Boah, nicht wundern. Alter Falter, nicht wundern. Sorry, Leute. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Was hat der? Echt? Kann man Handy kaufen? Kann man kaufen hier, ja? Oh, gut, Guthaben für Handy geht auch. Was? Aber das brauchen wir auf jeden Fall, Leute. Hast du geholt oder was? Ja, bei mir war auch Kopfschmerzen oder so oder Migräne. Ja, was muss ich jetzt hier Wert eingeben? Was? Was? Ich habe das jetzt gerade im Moment. Eins? Ach so, ja. Okay, alles klar. Ah ja, okay. Das macht Sinn. So, kann ich dich jetzt anrufen und einspeichern und Kontakte und so? Jetzt will ich mal kurz gucken. Moment, U. Kontakte. Kontakt hinzufügen, Name, Nummer. So, Vitali, Komma. Was war nochmal deine Nummer? 6? Fumf, fumf? Nee. 6-1 mit U, Muskel. Was? 6-1-1? 5-6. Ho, Moment. Vitali. 6-1-1. Huch, Moment. Jetzt hat er komische Sachen gemacht. Ich weiß nicht. Konnte nicht gespeichert werden. Man hört die anderen Typen nicht. Ach so, Moment. Moment. Ja, stopp. Ich habe aus Versehen, ich musste ja gerade im Stream wegen den 1000 Leuten, die man gerade gehört hat. Moment. So. Jetzt hört man wieder alles. Sorry, Boso. Danke, dass du geschrieben hast, Boso. So, wie mache ich das mit Handy? Das muss ich erstmal rausfinden. Erstmal Anruf kann ich nicht machen, aber ich will Kontakte hinzufügen. Kontakt hinzufügen. Gib mir Also das Rechte. ich habe mir jetzt 100, Vitali.
Ich habe sogar jetzt 100 Guthaben geholt, aber irgendwie habe ich das nicht auf meinem Handy. 611? 56, ne? Oder 611-56. Enter kann ich nicht abdrücken. So, Vitali. Dann nochmal 611. Moment, Vitali. 611. Jetzt kann ich nicht mehr machen. Ha, 611-56. Ah, Kontakt gespeichert. Man muss erst Namen eingeben und dann... Kann ich hier an, wenn ich jetzt Anruf tätige, dann muss ich mir deine Telefonnummer merken, oder was? Wie ist denn deine Nummer? Meine ist 610. Ja. 13. Da kam bei mir aber keine Rückmeldung. 610-13. Also 610-13. Das sollte meine Nummer sein. Also hier steht Telefonnummer 610-13. So gesehen? Ja. Aber ich glaube, wir können die Nummer gar nicht richtig speichern. Doch, du musst erst, wenn du Kontakte gehst, dann Kontakt hinzufügen. Dann musst du erstmal nur Vitali eingeben. Also Vitali? In dem Fall, naja, Vladimir in deinem Fall, weil du jetzt willst ja meine Nummer. So, dann Vladimir, drückst du einmal ja. Enter und dann drückst du nochmal 6, meine Nummer halt. 60? 61013, glaube ich, war das. Kein Clan Cash. 30k. Ja, warte, wir haben hier gerade. Hallo? Ja, ich hol mir die. 610? Ja, okay, dann hol dir 30k vom Konto. Ja, warte. Hallo? 610-13. Am besten 35k oder so. Keine Ahnung, musst du gucken. Die von Ihnen gewählte Nummer ist uns bereits bekannt. Ja, das ist doch gut. Aber ich finde dich aber trotzdem nicht ohne Kontakte. Ah doch, Wladimir! Ah, anrufen! Oh nein. Also ich lehne jetzt mal ab, weil sonst kostet dich wieder, mein Freund. Oh nein! Sonst kostet dich. Ey. Das weißt du doch. Ah, oh, jetzt, wow. Oh, hattest du Kopfschmerzen? Läuft ja sehr flüssig, das Spiel. Wieso, was los? Ich bin wieder abgestürzt. Oh nein! Das finde ich nicht gut. So, dann gehen wir mal kurz ein Stückchen hier weg. Ja, Buggy. Ja, wir müssen mal gucken. Aber du konntest mich schon mal anrufen. Wie hast du mich denn in der Kontaktliste gesehen? Du standest da einfach. Achso, stimmt, ja, okay, ich sehe, ja. Alles gut. Dann wissen wir schon mal, wie Handy und Kontakte funktionieren. Das ist gut. Ja, und dann, dann habe ich dich einfach angerufen. Ah, nice. Das freut mich sehr. Ja, ich warte jetzt kurz hier an Tankstelle, bis du kommst. Ja, mal wieder. Ja. Alles klar, Buso. Ich weiß. Das ist auch allgemein noch nicht sehr, wie sagt man, stabil, ne? Also es kann öfter zu Abstürzen halt kommen. Zumindest weiß ich jetzt schon mal, ich will nur bis die da hinten weggehen, dann kann ich dann nämlich im Shop noch ein bisschen mit euch reden. Wisst ihr, was ich meine? Ich warte noch kurz hier, dass mein Freund wiederkommt. Ich höre fettes Flugzeug hier oben. Eieiei. Ah, dieses ist ein hübsches Auto. Sollten Sie nicht darauf rumstehen. Das hat doch bestimmt Milliarden gekostet, das Auto. So, was gibt es denn hier? Was haben Sie denn hier für mich? Ein Telefonbuch brauche ich nicht, Würfel auch nicht, Kochequipment. Ah. So, was wollen wir kaufen? Dietrich hier gibt es sogar hier zu kaufen, okay. Ah, hallo. Willkommen zurück. So, was gibt's hier noch zu kaufen? Ressourcenkarte. Was ist eine Ressourcenkarte? Taschenlampe. Verbandskasten ist auch nicht immer so unwichtig. Oh,
Sind Sie die Bedienung? So, Toilettenreiniger, Kochequipment, Taschenlampe, Smartphone, Würfel, Telefonbuch, Guthaben. Oh Gott, ich sehe aber gar nichts zu essen. Siehst du irgendwo was zu essen oder so? Nö. Oder gibt's das hier gar nicht? Ich glaube, es gilt jetzt nicht. Okay. Ja, du hast hier echt Guthaben geholt, ja? Ja. Yep. Ist der Bankautomat, wo du bist gerade? Ja. Yep. Ah, okay. Ah, ja, was für okay. Eine schicke Karre? Hab ich. Hi. So. Ich würde gerne was einzahlen. Hallo? Einzahlen? Geht das? Darf ich? Ah, ich darf nicht einzahlen anscheinend. Warum darf ich denn nicht einzahlen? Hier steht gerade Piss, Wasser, Pilz. Ja, Piss, Wasser ist cool. Kennst du? Das ist ein Angebot. Wie die Redwoods. Die Redwoods, die haben wir auch bei uns immer importiert. Vielleicht ist aber nicht lecker. Warte mal, vielleicht ist es auch gut. Ich hole mir auch mal 100 Guthaben. 100 Dollar, glaube ich, sind das hier. Muss ich mal gucken, ob der. Haben Sie noch 100 Dollar für mich? So, Guthaben 100 Dollar. Möchte ich gerne. Kann dir sagen, ein Anruf, obwohl du abgelehnt hattest, hat 10 Dollar gekostet. Echt jetzt? Yes. Ach du Scheiße. Damit oh nein, Digga. Wer ist Dick? Haben sie gesagt Dick? Okay. Wo ist denn hier unser Patrick? Na, der ist wahrscheinlich gerade umgekippt. Wer ist hier alt? Ach, wir kommen nochmal und reden mit uns. Ja, die müssen mal in unser Alter kommen. Ja, unglaublich, oder? Du bist ja sogar 2 Jahre jünger als ich. Wie man sich hier als Ausländer fühlt, gleich wieder unglaublich. Bleiben uns jetzt dick. Diese Freunde. So, was meinst du, wo müssen wir als nächstes? Warte mal, lass mal kurz gucken, was es noch hier gibt. Ich würde gerne jetzt langsam mal Waffe kaufen. Waffen? Waffen sollten wir nicht, wir sollten erstmal versuchen, Fahrzeug oder irgendwie. Warte mal, wollen wir Fahrzeug gehen? Ich würde eher sagen, wir holen uns erstmal einen Personalausweis. Ja, wo kommen wir denn da hin? Business Tower? Flicker Bank? Muss mal gucken, findest du irgendwas? Store? Krankenhaus? Siehst du irgendwo was oder nicht? Das wird ja wahrscheinlich hier irgendwo. Das wird ja wahrscheinlich hier irgendwo mitten in der Stadt sein, oder? Ich würde vielleicht mal zu dem Business Tower, was meinst du? Ich muss gerade gucken, wo muss hier der Einbürgerungsamt sein? Vielleicht ist ja das Business Tower Einbürgerungsamt. Oh, es gibt einen Stripclub. Eine Bank gibt's. Dann die Phoenix Hall, oder was ist das? Ich kann das nicht gut erkennen, Moment. Kannst du das erkennen? Warte, wie heißt denn das? Pillbox Hill. Okay, was ist dort? Was ist... Wollen wir mal da hingehen gucken, oder was? Ja, gucken wir mal. Okay, wir müssen, lass uns hier diese Straße, da müssen wir rechts abbiegen. Da kommen wir herangeflogen. Du bist schneller wie der Wind, mein Freund. Früher in Russland bist du noch nicht so schnell gerannt. Ja, ich sag's dir. Ich versuch mal irgendwie mit dir mitzurennen. Das wird manchmal ein bisschen schwierig. Also ich tipp... Du musst immer die Muskeln nur einmal antippen und dann kannst du immer gedrückt halten. Dann läufst du einigermaßen gejoggt, gechillt. So, wir gucken rechts, links. Aber jetzt ist gerade rot geworden. Verdammte Scheiße. Wer hupt denn da schon wieder? Noch da? Ja, ich höre die ganze Polizeisirene. Echt? Ja. Mann, was du immer hörst, mein Freund. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich fall jedes Mal um. In letzter Zeit ist es komisch, ja. Tatsächlich. Das ist aber cool mit dem Anruf. Da kannst du dann auf diesem Display J und N drücken, um ja oder nein antworten, weißt du, so annehmen oder auflegen. War geil. Gibt's einen Russland? Obwohl ich nicht, Das ist komisch, das kostet 10, obwohl ich nicht mal herangegangen bin. Ja, also müssen wir aufpassen mit Anrufen. Ja, wir sollten wirklich, also wir haben 10 Anrufe können wir machen, falls wir irgendwo verloren gehen oder so.
weiß ja auch nicht, wie viel das pro Minute kostet. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kostet auch nur ein Telefon $10. Das kann auch sein, aber es wird langsam Nacht, mein Freund, Vitali. Wir sollten uns irgendwo Gedanken machen, wo wir schlafen. Und hier ist ein Geldautomat. Und wo ich verdammt nochmal Haare herbekomme. Ich möchte verdammt nochmal Haare oder einen Hut haben. Was ist denn da dein Problem? Ich hab gehört, hier gibt's gute Transplantationen. Ja, aber alles in Labor hergestellt. Okay. Meinst du wirklich? Ja, die essen ja auch Laborfleisch. Ja, oh, guck mal voraus, diese wunderbaren Towers hier, diese Stadt. Das ist schon dramatisch hier. Würde ich sagen. Ich höre die ganze Zeit das Auto aufgebrochen wird und sowas. Ja, das ist hier wahrscheinlich in der Großstadt. Ich würde mal sagen, legen mal einen Zahn zu, würde ich sagen, wa? Früher in Russland hier, da konnten wir auch noch. Da konnten wir immer noch flüssig hier rennen, ne, mein Freund? Guck mal, ich laufe ein bisschen zickzack, dann sind wir auf einer Linie. Ja, jetzt sind wir hier. Seit wann kannst du sächsisch? Ja, das habe ich mir, wo ich in Deutschland war, mal angewöhnt. Das ist ja schrecklich. Nein, aber ich glaube, Vitali. Warum verwechseln sich immer uns? Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Weil wir ähnlich klingen. Meinst du, die haben uns vorhin ausgelacht? Ich glaube schon, ja, oder? Ich glaube, die haben uns ausgelacht, weil wir dumm sind, anscheinend, laut deren Meinungen. Ja, weil wir anders reden, oder was? Ja, wahrscheinlich. Weil alles Fremdenfeinde hier. Nur Blätz, mein Freund. Aber die werden doch unsere Rache gespüren bekommen, sag ich dir. Ja, mein Freund, wir joggen dem Untergang entweg, natürlich. Laufen über rote Ampeln. Was ist passiert? Achtung, ey, nicht irgendwas umfahren. Mann, die sind alle schnell hier unterwegs. Die haben alle zu große Motoren hier. Hier links ist übrigens, glaube ich, das Tower-Gebäude. Da müssen wir, glaube ich, hin. Ja, dann rennen wir mal dahin. Ja, lass uns mal hier rüber gehen. Ich glaube, hier ist. Kann sein, dass hier Eingang ist. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Große Straße. Ich habe Angst, dass hier irgendwas angefahren kommt und uns dann mal umhaut hier. Oh, hörst du plätschern? Wow. Yes. Guck dir das mal an. Hast du sowas jemals schon mal in Russland gesehen, mein Freund? Sowas, dieses E erinnert mich an Evil Corp, an dieser Serie Mr. Robot. Really? Ja? Echt jetzt, das ist ja krass. Alter, wie krass das hier ist, Alter. Gucken, ob wir Business machen können. Ich höre hier auf jeden Fall schon Autos langfahren und ganz viele. Und sogar einen Unfall habe ich gehört. Echt? So. Mann, bist du langsam. Oh, da kam gerade Makler Autoverkauf. Ah, kann man anrufen. Hast du es gesehen? So, was kann man denn hier machen? Erstmal Geld verdienen. Was kann man hier machen? Ich weiß gar nicht. Was kann man hier irgendwie machen? Kann man hier irgendwie? Ne, hier kann man, glaube ich, nichts machen, oder? Kann das sein? Oh, Moment. Doch, hier kann man was machen. Was? Irgendwas kann man hier, wenn man den E-Muskel hat? Da steht nur schließen bei mir gerade. Steht bei dir auch nur schließen? Jupp. Wahrscheinlich, weil wir keine Immobilie haben. Oh, denke ich auch. Warte mal, gab's aber noch was anderes Interessantes in der Nähe. Wir gehen mal zu Pillbox Hill. Ich weiß nicht, was es ist. Wir müssen jetzt mal so langsam ein Auto anschaffen. Na, Auto, wir müssen erstmal Führerschein gucken, müssen alles, Personalausweis, alles. Ich glaube, es gibt hier kein Personalausweis zu kaufen. Vielleicht aber Führerschein, mein Freund. Man weiß nicht. Das ist die Frage. Vielleicht sollten wir auch mal fragen, aber ich sehe tatsächlich auch niemanden, den wir gerade fragen können. Ich möchte auch nicht unbedingt jemanden vollquatschen, oder? Ja, warum denn nicht? Wir sind ja neu in diesem Lande. Ja, eigentlich schon. Das muss hier irgendwo rechtsseits, müssen wir irgendwo lang hier so. Das ist so Pillowbox Hill, heißt das. Also du sprichst hier die ganze Zeit davon, dass du so aussiehst wie ein Nazi und redest hier von rechts. Ja, das heißt Pillowbox Hill. Nein, ich bin... Nein! nicht falsch verstehen, mein Freund. Oh Gott. Ich runterfallen! Ja, ich wollte nicht runterfallen, aber... Ei. Das war ganz schön knapp, mein Freund. So. Ich weiß noch nicht genau, wo dieser Hill war, tatsächlich. Deswegen bin ich gerade mal gucken. Oh, hier kann man auch rein. Oh.
Guck mal, was das ist hier. Hast du gehört? FBI. Weltbekannte FIB. Das ist weltbekannt, oder? Mal gucken, ob ich hier reinkomme. Oh, ich komm. Huch. Warte doch. Mein Freund, du kannst doch nicht zu FIB hier reinstimmen. Hallo? So, und ui. Hallo an dich natürlich, Leo. Wo wolltest du hin? Ich wollte mit dem Aufzug fahren, aber der wollte nicht. Du kannst mich doch nicht alleine lassen. Geht nicht Aufzug? Ja, du kannst das zwar allein, aber... Meinst du, es geht nicht, oder was? Ich glaube, es geht dir nichts. Ich kann keine Taste drücken hier. Ich kann nur E drücken hier. Ja, und was ist dann Ausgang? Steht da irgendwas, ne? Ja. Oh, hier ist bei mir... Hier ist bei mir ein schwarzes Loch. Siehst du das auch? Ich sehe auch dieses schwarze Loch. Ich dachte, schwarzes Loch gibt es im All. Oh Gott, komm, lass uns hier weg. Ich hab Angst, bevor schwarzes Loch uns noch aussagt. Ich wollte aber eigentlich zu diesem Hill hin, also nicht zum FIB hier. Da ist noch irgendwas hier mit Hill. Vielleicht können wir später mal... Früher waren wir KGB, weißt du noch? Ja. Vielleicht können wir irgendwann mal FIB oder sowas hier anfangen. Nein, ich glaube nicht, aber... Das muss hier irgendwo nebenan sein. Warte mal, komm mal mit. Boah, was natürlich auch cool wäre, so zwei verrückte Holländer zu spielen oder so. Ich bin aber kein Holländisch. Nein, ich auch nicht, leider. Da war Unfall. Da ist irgendwas kaputt, geht da. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Wieso? Was ist los? Unfall. Ja, hast du auch gehört, oder? Ja. Ja, ich höre auch Autos und sowas hier langfahren. Hier irgendwo muss das unten sein, an diesem komischen Eckgebäude hier vorne. Oh Gott, was ist hier los? Was machen die denn hier alle? Die sind alle verrückt geworden. Ey, da unten, was macht er denn da? Hier sind ganz viele Leute unten, hast du gesehen? Oh mein Gott. Und der fährt da die ganze Zeit gegen das Ding. Oh Gott. Was machen die denn? Wie kommen wir denn da runter? Alter Falter! Hier ist Explosion, guck mal, hast du gesehen? Nein, wo willst du hin? Nicht aufpassen. Siehst du da oben auch gut, ja, ne? Oh ja. Hier sieht man sogar noch besser. Was ist hier los? Ist hier Bandenkrieg oder was? Weiß ich nicht. Ich hab schon mal gehört. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass die hier gerade Anarchie herrscht. Ich hab schon mal von gehört, dass hier so viel, viele Gangs und sowas sein sollen in Amerika. Meinst du, das sind Gang-Mitglieder, alles? Da geh ich mal von aus. Guck mal, die fahren da die Leute um. Guck mal, da sind Partybus, hast du gesehen, wie viele Leute da? Die hüpfen und springen. Oh mein Gott. Wenn sie von Hamburg singen. Hamburg liebe ich sehr, meinst du? Oh. Mein Spiel ist abgestürzt. Nein. Einmal versuchen wir noch reinzukommen kurz. Warte mal, ich muss kurz einmal... Oh, ich kann gerade gar nichts machen hier. Okay. Auch nicht schlecht. So, Programm schließen. Ich wollte jetzt wieder kurz meinen Desktop. Oh, fuck. So. Multiplayer-Launcher. Wir wollen auf den 3er-Server wieder rauf. Wow, das läuft überhaupt gar nicht so stabil. Ich hätte gedacht, das ist ein bisschen stabiler tatsächlich. Eieiei. Aber schon mal ganz cool. Aber vielleicht war da auch zu viel Action gerade oder sowas. Ich weiß ja nicht, was die da gemacht haben. Ne? Aber jetzt hört mich Pat wieder nicht wahrscheinlich die ganze Zeit. Beziehungsweise bis ich gleich wieder da bin. Sollte aber nicht so lange dauern. Ja, aber ansonsten GTA Live oder sowas, ihr könnt ja gerne mal sagen oder so, soll ich das denn öfter zocken oder sowas halt. Mir würde es auf jeden Fall mega Spaß machen, ich mag ja allgemein Live-Modis. Oder, ja, und allgemein mag ich die Sachen. Gott, ich muss nur gucken, dass man meinen Desktop nicht unbedingt vielleicht die ganze Zeit in sieht oder sowas halt. So. Genau, jetzt sieht man das Spiel wieder. Verdammt. Wow, aber das ist alle so 10, 15 Minuten hat crashed oder so. Also das ist noch ein bisschen unoptimal, muss ich sagen. Aber es macht so die Ansätze, glaube ich, sind schon mal ganz cool. Ich und Pat müssen uns tatsächlich nur informieren oder noch rauskommen, was man überhaupt hier so am Anfang halt alles macht und sowas halt. Und wie es hier dann halt so, ne, die haben alle fette Karren und sowas halt schon und so. Da müssen wir natürlich auch gucken, wie wir dann irgendwie da was kriegen oder so. Und, ich denke mal, das wird ganz interessant noch auf jeden Fall. Ne, Anfang glaube ich, man kann so Pizza ausliefern und sowas halt. Ich muss mir dann von dem Server hier explizit halt nochmal ein paar Sachen angucken. So, Pet hört mich ja im Stream noch. So.
Und ich bin mal gespannt, wo wurde ich denn eigentlich hingeschoben? Ich muss mal kurz was gucken, nicht wundern. Ich muss natürlich den anderen Teamspeak auch noch aufmachen. So, Datte. So, bevor man gleich wieder die anderthalb Milliarden Leute hört, mache ich mal kurz mich müde, ich mich mal kurz auf Teamspeak. So. Connection. Map Downloading. Hallo? Oh, Jonas, hallo. Ah, ich bin wieder da. Na, hast du es geschafft? Ja, gerade so. Was ist passiert? Warum bin ich rausgeflogen? Ne, ist ein AFK-Schutzdings drin, ne? Okay. Weil die Server auch immer voll sind halt sozusagen. Genau, Pet hat dich vorhin nochmal angestupst, weil wir machen jetzt noch so eine halbe, dreiviertel Stunde oder was halt, wenn du Bock hast, kannst du ja noch kurz mal mit draufkommen. Ja. Also ich war bis jetzt komplett überfordert. Okay. Ich habe schon eigentlich was gekauft gehabt. So ein Motor, also so ein Fahrrad war das irgendwie. Hm. Da konnte ich aber nicht aufsteigen. Mit F steigst du auf. Ging nicht. Okay. Dann wahrscheinlich gibt es ein anderes Menü oder so, denke ich mal, vielleicht. Ich habe alles, jede Taste durchprobiert. Ich konnte da nicht aufsteigen. Ja. Da habe ich halt noch eins gekauft. Da konnte ich auch nicht aufsteigen. Jetzt habe ich nur 400 Dollar. Ja, du musst halt auch einen Bankautomaten und sowas ran. So, oh, das gibt's ja auch. Ja. Genau, die gibt's auch. Also immerhin bin ich schon mal in die Mitte der Stadt gelaufen. Ja, okay. Hat ein bisschen gedauert, aber... So, ich habe... Ah, da unten ist... Vitali! Jetzt hört er mich nicht, jetzt muss ich den anrufen, Alter. Ich versuche den anzurufen. Komm, wir haben ja sonst nichts. Kontakte. Ich stürze dich gleich mal mit meiner Handynummer. Vitali. Anrufen. Ah, jetzt ruft er an. Jetzt sollte es klingeln bei ihm eigentlich. Hallo! Hey Vitali! Hi! Wo bist du? Ich bin hier unten bei dem Massaker hier unten hier, an dem Parkplatz. Wie bist du denn da runtergekommen? Ich bin einfach außenrum runtergelaufen. Außenrum runtergelaufen. Ist ein ganz gutes Stück bis da unten. Warte mal da unten, bist du. Ich versuche jetzt auch mal runterzukommen, ne? Ja, alles klar, Wladimir. Wir hören uns gleich, Vitali. Alles klar, tschüss. Tschüss. Oh, anrufen ist cool, muss man sagen. Der ist hier irgendwo runter. Was willst du wissen, Jonas? Ich stüpse dich gleich mal mit meiner Handynummer da an. Ich hab ja noch gar kein Handy, oder? Nee, du hast wahrscheinlich noch gar keins gekauft. Wie seid ihr so schnell jetzt an Geld dran gekommen? Ne, du hast 3000 Startguthaben. Ja, jetzt hab ich 400. Ne, du hast aber auf der Bank halt auch was drauf halt, ne? Das ist nicht alles so eingezahlt halt. Ne, und wie, wo finde ich die Bankautomaten auf der Karte? Und das? Die sieht man ja. Okay. Siehst du halt so Dollarzeichen und sowas halt. Ne, Dollarzeichen nicht. Also die sind meistens bei so Stores und sowas sind die halt, ne? Ja, ich bin, hab mich ja, also ich war zuletzt hier an dem Laden dran. Alter, was hier los ist? Die sind alle wahnsinnig. Eigentlich, von Anfang ja an, also kann ich nicht fahren, weil ich bin dann eh gleich ausschalten. Weg. Ach, bist gleich weg? Ja. Na, Vitali. Oh, da bist du ja. Hast du gesehen, sind hier alle verrückt. Aber wie teuer war das Telefonat? Weiß ich nicht, wo sich denn mit Guthaben? Auf U. Muskel U. Auch 10. Oh, ist ja günstig. 10 Dollar pro Anruf. Das ging jetzt tatsächlich, ne? Aber hast du gesehen, was die für geile Autos hier alle haben? Ja, aber sind alle ein bisschen verlügt. Ich habe eben schon einen gesehen, der hatte keine Türe mehr in dem Auto. Ja, hier ist Garage und sowas halt, ne? Ich weiß, kann man nur einparken und ausparken, glaube ich. Hast du das gesehen, ne? Guck mal bitte, auf der Straße steht ein Auto. Ich geh mal lieber zum Wärter hier. Wir haben ja gar kein Auto. Ne, haben wir noch nicht. Wir müssen jetzt, glaube ich, erst hier so einen Roller kaufen, weißt du, sowas. Aber was hier ist denn hier mit dem Auto hier mitten auf der Straße? Ja, das ist kaputt. Ja, ich würde das nicht nehmen, mein Freund. Und Achtung, nicht auf Straße gehen! Oh Gott! Die sind hier alle verrückt. Das ist unglaublich.
Vitali! Wo seid ihr denn? Vitali! Vitali, wo bist du? Hier. Ey, ich hab grad Schüsse gehört. Ja, ja, hier wird auch geschossen und so. Wir sind... Wo sind wir denn hier gerade? Weiß ich nicht. Also auf 3, ne, sind wir natürlich, Jonas? Auf dem 3er-Server? 3er-Server. Also, ja, das, ich meine, wo auf der Karte? Und ich habe übrigens noch einen weiteren russischen Kollegen kennengelernt. Echt? Wen? Der in diesem grünen Auto, ich glaube, der hatte einen russischen Akzent. Oh, das ist cool. Das freut mich. So, wir sind bei diesem B, Business Tower in der Nähe. Da solltest du mal hinkommen. Hier ist ein fast blendendes Motorrad. Ja, konntest du da einsteigen in ein Auto oder was? Nee, nee, leider nicht. Warte, frag dir mal, wo er sein Dings gekauft hat. Welches Dings? Das Moped oder so. Warte, lass uns nochmal auf Karte gucken. Komm, wir gehen mal ein kleines Stück weg. Deswegen konnte ich auch nicht in das Taxi-Auto einsteigen. Nee. Alter, was ist denn hier los? Die sind alle verrückt. Die sind alle verrückt geworden. Guck mal, wie die... Habt ihr alle LSD geschluckt oder was? Oh, Server ist voll. Guck mal, wie die fahren, ne? So, wenn du guckst, jetzt haben wir hier gefunden Garage, also, ja? Wir haben gefunden Garage. So, gibt's Polizei, gibt's hier auch in der Nähe, Discount Store gibt's, Krankenhaus. Was willst du mit dem Bullen? Guck mal, eine Bank gibt's. Ammunition, Fahrzeughandel, ah, hier ist ein Fahrzeughandel in der Nähe. Ja, dann gehen wir doch mal einfach mal dahin. Ja, würde ich sagen, oder? Dann gehen wir hin. So, warte mal, müsste die Richtung sein hier, komm mit. Also, wir treffen uns bei diesem B-Tower, ne? Jonas? Der Server ist falsch, komm nicht drauf. Ach so, ja, dann nochmal weiter probieren. Warum höre ich hier die ganze Zeit Schüsse? Ne, ist eine verrückte Stadt hier. Wo ist meine AK, willst du, Bro? Das sind alles Cowboys hier. Die Cowboys schießen, weißt du doch. Ja, aber ich brauche meine AK, sonst fühle ich mich nicht sicher. Das ist Wilde Westen, ja, vielleicht finden wir noch Kontakte irgendwann mal hier, wer weiß. Vielleicht finden wir Kontakte, wer weiß, Leute, wer weiß. Das ist auch praktisch, Bank ist auch gleich in der Nähe. Yes, ich bin komm schon mal drauf. Okay. Das ist eigentlich gerade nicht wie eben mit dem Plugin, also diesem ich Hubster, höre Bullen. GTA. Die Entfernung da. Was? Ich mag keine Bullen. Grad nicht. Du musst dein Plugin halt drüben anhaben, ne? Ja. Ja, dann wirst du auch halt automatisch drüben gemoved und hörst uns auch in Game, so wie wir gerade reden. Ich rede mit Patrick auch ran. Oh Gott, hast du gehört? Hier wird geschossen. Aber hier ist, glaube ich, Schießstation. Oh mein Gott. Nee, hier ist ganz schön immer was. Hier ist bestimmt Place to be. Ey, warte. Ey, komm mal zu mir, komm mal vorbei. Ja, ja, immer vorsichtig fahren, ja. Immer vorsichtig fahren. Warte mal, warte, komm zum Ammunition. Welt. Ja, Ammunition ist hier, Mann. Ammunition ist hier. Warte, hier, komm rein hier, das ist meine Welt. Hier fühle ich mich zu Hause. Oh, hier haben wir, die gute Modelle. Ja, aber hier sollten wir, glaube ich, noch nicht hin, oder? Ich wollte eigentlich nebenan hin. Ach, Ammunition sind erst ab Level 3 verfügbar. Was ist das denn? Ja, das ist halt so, ne? Guck mal, aber ich würde mir viel geiler die Outfit holen, aber Outfit ist hier nicht yo, gut. Yo, Leute, komm mal raus hier, yo. Was ist los? Kommt mal raus hier, yo. Warum gibt's hier keine Waffe? Was habt ihr gerade vorhin zu mir gesagt? Was? Was habt ihr gerade vorhin zu mir gesagt? Zu dir gesagt? Wir haben nur gesagt, Achtung, vorsichtig fahren. Achtung, vorsichtig fahren, oder habe ich da was anderes gehört, yo? Was hast du denn gehört, yo? Was machst du mich jetzt nach, yo? Ich mach dich nicht nach. Ich dachte, ich passe mich nur an. Ich komme nicht aus diesem Land, mein Freund. Ich komme nicht aus diesem Land. Bleib locker. Welchem Land kommst du, yo? Na, ich komme aus Russland. Sieht man das nicht? Nein, ey, ich weiß schon, mit wem du hier gerade sprichst, ne? Nein, weiß ich nicht. Ich bin der Gründer. Wie heißt du denn? Ich bin der Gründer von Perionore, ja. Das freut mich. Ich freue mich, dich kennenzulernen, mein Freund. Ja, ich bin der Ibrahim, ja. Jo. Ibrahim, ich bin Vladimir. Vladimir, jo. Jo. Und ich bin Vitali, jo. Wer bist du? Genau, das ist mein Vitali. Bruder. Vitali, okay. Ja.
Also wir werden oft verwechselt, weil wir heißen so ähnlich wie Klitschko, aber wir werden oft verwechselt, weißt du, was ich meine? So, die denken immer, wir sind berühmte Kollege Personen. Ein Kollege wird gleich kommen, nicht erschrecken. Ja, nö, alles gut, warum sollen wir erschrecken? Aber dein Baseballschläger, wolltest du Baseball spielen? Nee, ja, mit euren Köpfen vielleicht. Nein, warum? Mach doch nicht sowas. Wir sind doch alle freundlich, in freundlichen Land. Geh mal zu deinem Kollegen, yo. Warum soll ich mal zu meinem Kollegen gehen? Ja, du gehst mir ein bisschen zu nah vor mir. Achso, ich hab nur deine Waffe bewundert. Ich finde die toll. Ich bin Waffenfreund, weißt du? Ja, weißt du? Deswegen dachte ich halt. Kannst auch gerne mal eine Kugel haben, die kannst du auch mal inspizieren. Nein, die Kugeln schmecken nicht. Weißt du, damals in Russland, als wir uns noch in die Beine geschossen haben, das ist... Ja. Also, yo, wenn ihr einen von mir seht oder so, ne, sagt Bescheid. Und wenn ihr Probleme habt, sagt Bescheid, ne? Ihr kennt uns an schwarze Karren, schwarze Felgen, weiße Bomberjacke und schwarzes T-Shirt, yo. Ja, Ibrahim, cool, freut mich auf jeden Fall. Yo. Wir hören uns, Mann. Yo, wartet mal, bleibt aber trotzdem mal stehen, yo. Warum sollen wir stehen bleiben, mein Freund? Weil ein Kollege gleich kommt, ich muss mal ein bisschen was mit dem klären, bleibt mal hier. Ja, aber was haben wir denn mit ihm zu tun? Wir wollten gucken, wir sind gerade angekommen in diesem Land, weißt du? Ja, ihr könnt gleich auch meinen Kumpel angucken. Warum sollen wir ihn angucken? ist er berühmt? Rein, kommt er aus... Haut rein. Okay, hau rein, mein Freund. Mann, noch ein Verrückter. Gehört der auch zu dir? Ey, willst du meine Nummer, yo? Ja, hau mal raus. So, wenn du ein Problem hast oder so, ruf an, ne? Ja, Ibrahim war das, ne? Ja, ich bin immer auf Matrix 3 vertreten. Ja, okay, hau mal raus. 60577. So. 60577, war das richtig? Ja. Okay, mein Freund. Ich hab dich gespeichert. Jo. Ich melde mich. Jo, wenn was ist, ne? Wie gesagt, wenn einer dich abzieht oder so, den zieh ich zurück ab. Ja, nee, alles gut. Noch habe ich nichts, was man mir abziehen kann. Um ehrlich zu sein, wollte ich dich gerade abziehen. Ja, ich habe nichts, was man mir abziehen kann. Ich kann dich immer abziehen. Ja, ich habe Tasche leer. Kannst du gucken. Ist mir scheißegal, ich finde immer was zum Abziehen. Ich kann auch deine Kleidung abziehen. Ich habe 90 Dollar Guthaben, das kannst du mir abziehen, aber sonst... Und diese Kleidung, die möchtest du ja eh nicht haben, mein Freund. Wieso? Warte mal. Warte, ey, ein Kollege, warte. Was, der ist tot? Ich habe nur was gehört, tot. Ja, mein Kollege ist gestorben. Oh nein. Mein Beileid. Der wurde von den Vargus abgeknallt. Oh, war das da hinten? Weil ich hörte die ganze Zeit Schüsse. Ja, das war vorhin da hinten. Wir haben gerade 5 Leute von den Vargus umgelegt. Oh, okay. Und jetzt wird mein Kollege umgenietet. Ist das hier wirklich so schlimm mit Gangs und so? Wie man gehört immer im Fernsehen? Ja, ist momentan Gangkrieg so. Ah, okay. Das ist krass. Oh Mann. Wir liegen hier zu dritt unter der Map. Vitali, ich glaube, der hat Lautsprecher sogar in seinem Auto. Hast du gehört? Ja, hab ich gehört. Mann. Ey Leute, steigt mal ein, vielleicht können wir uns mal ein bisschen unterhalten. Ja, wir wollen uns so oder so erstmal noch ein bisschen unterhalten, aber... Ja, kommt mal rein, ich muss euch mal was erzählen. Was willst du uns erzählen? Komm. Ja, vielleicht ist das, klingt das für euch interessant, kommt rein. Aber wie gesagt, wir haben wirklich nichts, du kannst uns nicht abziehen. Nein, will ich auch gar nicht. Kommt einfach schnell. Ich muss weg hier, weil sonst kommt die Bahn und knallen mich ab. Ich finde deinen Türknopf nicht, mein Freund. Du sollst G drücken, G-Muskel. Echt jetzt? Ja. Jetzt steigt er vor mir ein, Vitali, ich merke mir das, mein Freund. Ja, ist ein bisschen kalt hier draußen. Oh! So, jetzt geht's. Entschuldigung! ich wollte mal gucken, wie es da drin ist. Entschuldigung. Ja. So, wie geht's euch, meine Freunde? Ja, noch geht's uns gut. Wir sind gerade gelandet, weißt du, mit billiger russischer Maschine. Und die ist beinahe abgestürzt und da war beinahe gerade Chaos da am Flughafen. Okay. Ja, und jetzt haben wir gerade mal gefunden, wo wir irgendwo Klamotten kaufen können, weil diese blauen T-Shirts, die sind einfach nur abartig. Jo. Und jetzt habt ihr mich gefunden. Jetzt den Anführer von Perionore. Jetzt haben wir Ibrahim gefunden. Jetzt fühle ich mich schon viel sicherer. Jo. Ja. Also in Russland wärst du nicht so freundlich begrüßt worden, glaub mir. Ja, mein Freund. Hier ist immer so eigentlich unser Dealort, weißt du Bescheid, ne? Ja, was verkaufst du denn? Ja, so ein bisschen Meth und so, weißt du. Ah, okay. Steig mal aus hier, kommt mal. Ich muss euch mal was erzählen. Erzähl mal. Ja, steigt aus. Ich versuche auszusteigen. Mit welchem? Mit F. So. So, Leute. Also, ihr könnt für mich arbeiten. Was hast du denn für einen Job? Also, ich habe keinen Job. Ich bin eigentlich Meth-Kocher. Also, lass dich nicht von meiner Waffe erschrecken, aber okay. Nee, ich hab die vorhin schon bewundert. Was ist das für ein Modell? Sag mal. Das ist die Heavy Pistol. Ah.
Wenn ich dir einen Schuss im Kopf gebe, dann bist du tot. Auch einen Schuss ins Bein, bist auch tot. Die sieht schwer aus. Ja, die ist auch schwer, Bro. Oh. So, also, ihr könnt für mich arbeiten. Ihr müsst euch einen Van besorgen, wie, weiß ich nicht. Ist mir egal, wie ihr euch einen Van besorgt. Ja. Ey, wohin gehst du? Bleib da stehen. Na, ich will nur aus Waffe, weil du Waffe auf mich ziehst. Nein, ich hab grad nur, dass du das guckst, weißt du so. Gerade sagst du noch, diese Waffe macht Loch in Wand und jetzt ne, hältst du auf mich. Genau. Also, ihr könnt erstmal, wisst ihr, was Kröten sind? Ja, Geld, Money. Oder meinst du Frosch im Teich? Frosch, Kröten im Teich, ja. Ja, Kröten kennen wir, ja. Ah, ihr seid neue Shit, yo. Wisst ihr, ihr könnt, ich würde euch gerne in meine Gang reinlassen, aber dafür müsst ihr noch ein paar Proben machen, wisst ihr? Also ihr könnt, also ihr habt jetzt offiziell, ich gebe euch meinen Schutz, ne, ihr beiden, ihr habt jetzt meinen Schutz, ne, wenn was ist, ne, ruft einfach, sagt einfach, wenn einer Stress macht, sagt einfach, ja, ich ruf auch gleich mal einen an und dann kommt hier eine ganze Gang, die heißt Perionore, weißt du? Ja, gerne, machen wir auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwelche Informationen habt für Leute, die ich abziehen kann, ne, sagt Bescheid, also wenn irgendwelche Leute euch auftauchen, ich zieh die ab. Ja, hier bist du nur hier in der Gegend, oder was? Ja, nee, ich bin auch überall unter, warte mal kurz, komm mit. Ich komm mit. Ihr war gerade glaub einer, oder? Oder bin ich einfach nur blind, yo? Hey, komm raus, falls du hier bist. Zeig dich. Wir riechen dich. Vielleicht war das auch nur eine Fata Morgana. Heißt das hier so in Amerika, Fata Morgana? Ja, yo. So, Jungs, ne? Also, gib mal, warte, wer ist wer? Also ich hier, der gerade, warte, auf dich zeigt, das ja. Ist Wladimir. Okay. Und der da hinten, der wann komische. Wann seid ihr morgen wieder auf der Insel? Ja, wir sind von Zeit zu Zeit auf jeden Fall hier. Ja, wann seid ihr morgen da? Genaue Zeit. Ja, das kann ich dir noch nicht genau sagen, mein Freund. Ich denke mal gegen Abend. Okay, jo. So wie heute dann ungefähr. Gib mal deine Nummer, jo. Jo, warte mal, ich hau mal raus. Wladimir, wie gesagt, mein Name? 610? Wladimir. Genau. 610-13. Genau. Warte, nochmal, das muss man immer zweimal speichern. Ja, 610-13. Warte, Wladimir 610-13. Genau. So, yo. Habe ich mir heute erst gekauft, die Nummer, dass ich die noch nicht auswendig kenne, deswegen sorry. Yo. Sag mal, ich habe mal eine Frage an dich. Du hast eine hübsche Frisur, wie ich gerade gesehen habe. Jo. Und wie du siehst, auf meinem Kopf ist nicht ganz so viel. Nee, da musst du deine Haare wachsen lassen. Genau, das wollte ich gerade fragen. Gibt's hier irgendwie einen Friseur, der auch Haare transplantiert oder so? Nee, jo. Da musst du ein bisschen warten, so, jo, weißt du. Und ja. Nach 2 Monaten wachsen ja eh die Haare nach und dann gehst du einfach in die Schönheitsklinik, jo. Und das sagst du. Auf meinem Körper wächst sonst nichts, aber ich hoffe, auf Kopf wächst wieder bald. So, jo, bevor ich es noch sage, jeder von euch, wenn ihr hier in der Stadt reist, habt ihr ein bisschen Startkapital vom Staat, ne? Ja, das habe ich schon gesehen. Deswegen habe ich eine Jacke. Also, ich möchte gerne von euch, von jedem $200 haben. Wisst ihr? So $200, so als, dass ich euch schütze und so, weißt ihr? Weil es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass ich euch Schutz gebe. Ja, wer weiß, mit wem ich mich einlasse, wisst ihr? Ja, keine Sorge. Es gibt noch... krassere Gangs, wie die Yakuzas oder die Vagos beispielsweise, aber wir sind eine harte Gang, wir hauen die einfach alle kaputt, habt ihr ja vorhin gesehen. Ja, gerne. Wie gesagt, wenn ich anrufe und sowas halt, und dann gebe ich dir gerne Geld dafür. So, jo. Ne, cool, dass du uns auf jeden Fall hier deine Ecke mal gezeigt hast. Jo, hier ist eigentlich immer so ein Mainplatz, wisst ihr? Kann man hier umsonst parken oder musst du ja, hier? Ja, hier, es gibt keinen Wärter, den habe ich abgestochen letztens. Ah, okay, cool. Also hier kannst du parken, jo, hier sind auch immer unsere Gangs und so, hier machen wir immer Party. So, am Wochenende wärt ihr gestern dabei gewesen, hier ist eine fette Party gelaufen. Ja. Sag mal, ein Personalausweis oder sowas sein? Muss ich hier irgendwie, weil ich hab glaube ich keinen Personalausweis, kann das ja, sein? Ja, du musst zur Stadtverwaltung, jo. Wo ist denn das? Oh, jo, ich kann dir das jetzt sagen, jo, aber ich muss jetzt weg, ich hab einen Termin. Okay, mein Freund, wenn nicht, rufe ich dich an. Naja, ruf einfach an, so, jo, ich bin nämlich nicht mehr so lange auf der Insel, weil ich hab jetzt noch so einen Anruf bekommen, weil wir haben viele Informanten, wisst ihr? Und deshalb ist immer gut, wenn wir neue kriegen. Wie gesagt, wenn ihr einfach Leute sieht und sprecht die dann an und wenn die zurücksprechen, sagt, yo, wartet mal kurz, ich tätigen Anruf und dann komme ich und dann ziehe ich die ab, yo. Alles klar, Ibrahim.
Weil Geld Machen ist wir. Geld, weißt du, Geld Dann? Ist Wahres. Und ihr kriegt auch, wenn ihr mir gute Informationen leistet, kriegt ihr auch Geld von mir. Hm. Also ich kann euch sagen, ich kann euch sagen, wenn es eine Person ist, die ordentlich Geld kriegt, dann kriegt ihr beide 20.000. Ja, Geld hört sich immer gut an. Vielleicht können wir einen gewissen Prozentsatz oder so ausmachen dann. Ja, wie gesagt, also wenn ihr jemanden habt, dann sagt Bescheid so. Aber wenn ihr mich verarscht oder so, ne, dann haben wir ein ganz großes Problem. Nein, wie kommst du darauf, dass ich verarsche, mein Freund? Ich meine nur. Sag nicht sowas. Nein, ich meine nur, wenn, dann habt ihr ein ganz großes Problem, jo. Ich bin zwar ein Russe, aber ich bin ein ehrenvoller Russe, glaub mir. Ja, das hoffe ich für dich. Ja. So, dann haut ihr rein, ne? Genau, Ibrahim, hau rein, mein Guter. Und wenn ihr mal gute Informationen geleistet habt, so vielleicht mal in 1-2 Wochen, wenn ich euch noch gut kenne, dann besorge ich euch auch Knarren und so. Ja, warum nicht? Ich möchte ja nicht jetzt mit einer AK vor euch stehen, das ist das wäre ein bisschen traurig, weil Vita, die weint schon die ganze Zeit, der vermisst schon seine AK zu Hause in Russland, weißt du? Genau, ich hab den Baseballschläger, ein Messer, und habe ich noch eine Pistole und halt noch eine AK, aber eine AK ist halt richtig teuer, AK kostet 100.000. Hm. Was? In Russland kostet die Hälfte? Nicht mal. Ja. So, Jungs, ich hab keine Zeit mehr. Wenn was ist, ruft an, ne? Ja, hau rein, Ibrahim. Ja, machen wir. Hä? Ja. Da ruft Mutti. Okay. Vitali, hast du gehört? Ja, jetzt ist es ein gutes Angebot. Jetzt müssen wir uns Haare wachsen lassen. Ja, das ist ja gar kein Problem. Meinst du, gibt's irgendwo ein scheiß Shampoo halt, wo wir uns vielleicht Haare irgendwie besser, schneller wachsen kann? Wir müssen mal fragen, ob es vielleicht irgendwo so ein scheiß Shampoo gibt. Ja, bestimmt. Ja. Ja, Vitali. Warte mal, was haben wir denn noch? Achso, Einbürgerungsamt. Wir müssen fragen auch, ne? Ja, genau. Wir müssen ja Personalausweis haben. Ja, dann müssen wir erstmal dahin, mein Freund. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal, oder? Komm, lass uns ja, mal gucken. Ja, würde ich sagen, ja. Wo wir das finden. Müssen mal gucken, ob wir noch einen netten Freund finden. Oh, er hat einen Donut gemacht. Das heißt Donut, glaube ich, hier, oder? In Amerika? Ich musste so lachen im Hintergrund, was haben wir? Vor allem mich gleich abziehen. Warum will die mich immer abziehen? Ich hab doch gar nichts. So immer so, ja, yo, ich mache euch kalt, yo. Mit meiner Kugel, yo. Die Waffe war heavy, aber die sah schwer aus, muss ich sagen. Aber wir haben Nummer, hast du gehört? Falls uns hier irgendwann mal jemand Stress macht oder so? Ja, für 200 Dollar? Für 200 Dollar kann er ruhig mal sterben, der Kollege für uns. Ja, eben. Verkaufe Mitbrötchen. Weißt du, anrufen. In Russland haben wir über 500 bezahlt für ein menschliches Schild, weißt du? Ja, dafür haben wir unsere Waffen auch viel günstiger bekommen. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wo hier doofes Einbürgerungsamt ist. Ich hab keine Ahnung hier. Er sagte doch Stadtverwaltung. Meint er Stadtverwaltung? Ja. Ja, müssen wir, falls du irgendjemand siehst, irgendwann mal fragen halt. Also hier rechts ist noch irgendwo was? Oh, da ist ein Stripclub voraus. Oh, oh. Guck mal, Map. Ja, guck mal. Ich guck mal mit. So, jetzt haben wir doch noch was Kleines erlebt. Ibrahim haben wir kennengelernt. Schau mal, was das für eine ist. So, wir sind da jetzt beim Vaterkanal deiner Nähe Tankstelle. Store. Vielleicht da unten bei dem Brief irgendwo oder was das ist? Nee, das ist eine Tankstelle. Ich habe nur die Stadtbank gefunden. Stadtbank. Universität habe ich gefunden. Okay. So. Slab Store. Bar. Tuning. Oh, es gibt eine Tuning-Werkstatt. Wir können unsere Karre tunen. Irgendwann später. Aber irgendwas gefällt mir an der ganzen Sache nicht. Der hat ja nur Crystal Meth. Was ist denn mit Kokaina? Ja, das ist, lass mal unsere Sache sein. Das ist, glaube ich, unser Geschäft. Vielleicht. Aber siehst du irgendwas? Nicht, ne? Nee, also nichts, was irgendwie nach Stadtverwaltung aussieht. Ja, hier ist noch ein Store. Das, oh, ich weiß nicht. Huh. Komm, wir laufen noch ein bisschen und gucken. Vielleicht finden wir noch was. Oh, bei dir steht über deinem Kopf rot in AFK. Oh nein! Er ist gerade getimeoutet. Oh nein, er hat Bug. Verdammt, jetzt bin ich hier wieder alleine. Dann gehe ich mal gucken. Noch sind da eh nur noch ein paar Minuten, liebe Leute. Schauen wir uns mal um. Aber wir haben schon mal Ibrahim kennengelernt. Ibrahim, schauen wir mal, was hier für ein Freund ist. Ob er ein kleiner ist oder ob er ein großer ist. Aber ich weiß nicht, ich glaube, er war nicht so groß. So, ich will Geschlechtsverkehr. Amatarix, was? Das...
Das glaube ich dir nicht, mein Freund. So, warte mal, hier gab es doch irgendwo einen scheiß Store, oder? Was ist das für ein Store hier? Ah, 24-7. Ah, das ist, Amerika gibt es auch Läden, die sind 7-Eleven. Ich glaube, die sind da so nachempfunden. Was kann ich denn hier kaufen? Kann ich hier irgendwas noch anderes kaufen? Nee, Toilettenreiniger, Benzin, nee, okay, das brauche ich nicht. Reparatur brauche ich auch nicht. Also hier muss ich noch nicht hin. Wo ist denn aber dieses verfickte Amt? Hier ist noch ein Fischer, Fahrzeughandel. Oh, kann ich beim Fischer anheuern? Das wäre natürlich aus Hamburg, ne? So, Zinklager sehe ich hier gerade, Tankstelle. Ich muss nur kurz warten. Wladimir kommt hier gleich her. Bietet die mal nicht. So, Staatsbank ist hier oben. Okay, eine Bar. Rockford Hills. Weiß vielleicht jemand aus dem Chat das gerade? Nee, ne? Sun Urban, Pinbox Hill, Flieger. Ammunition, Business Tower waren wir auch schon, aber da ist auch nichts. Wenn nicht, gehen wir mal Polizei fragen. Ne, Krankenhaus vielleicht. Wie sind die das hier? So. Ich denke mal, Vitali sollte auch gleich herkommen. Fuck, ich bin schon wieder weitergelaufen, ne? Gucken, wo er gleich wiederkommt. Ja, es ist schon interessant auf jeden Fall, mal diese Welt hier zu sehen und sowas halt, wie das hier so gelöst ist und tatsächlich wie ein altes Life oder sowas halt. Da waren wir alte Füchse, aber ja, ich bin wie gesagt gespannt. Gut, wir schauen mal tatsächlich, wann kommt er wieder? Kann ich ihn eigentlich jetzt schon anrufen, wenn er da ist am Start? Ich habe jetzt tatsächlich hier in den Kontakten, habe ich hier noch den... Ah, Vitali. Ah, Moment, ich muss annehmen. Vitali! Hörst du mich, Vitali? Vitali! Hallo, Vitali? Ich höre dich nicht. Vitali? Ich weiß, der kostet $10, der Anruf ist teuer, verdammt. Soll ich dich zurückrufen oder was? Ich höre dich nämlich nicht. Ich habe angenommen. Hallo, jetzt? Ah, jetzt höre ich dich, ja. Also, wo bist du? Ich bin hier vor so einem Shop. Ich habe gerade Meldung erhalten, dass Jonas in einem Business Tower ist. Ah, ein Business Tower? Ja. Hast du seine Telefonnummer? Nein, leider nicht. Okay. Wo bist du denn jetzt genau? Wie komme ich jetzt zu Business Tower? Naja, Business Tower ist dieses B, ne? Wenn du auf Karte guckst. Oh Gott, du musst ja voll weit zurücklaufen. Wo bist du denn? Ich bin ja immer noch da, wo ich letztens wieder in Koma gefallen bin. Ja, ich bin auch noch vor, also ich bin davor, neben dem Strip-Club bin ich in der Nähe da gewesen. Neben dem Strip-Club? Ja, da bin ich. Bei der Bank gegenüber, beim Store. Beim Strip-Club in der Mitte unten. Oh Mann. Siehst du den Strip-Club? Ich sehe gar nichts. Warte, dann lass uns beim... Wo bist du denn genau? Ich bin jetzt da, wo der Typ uns letztens rausgelassen hat. Nicht bei dem Ammo-Dings, bei dem Waffenladen, ne? Ne, hier bei dir, wo der uns auch das Crystal Meth angeboten hat. Ach so, wenn nicht, lass uns mal Waffenladen treffen, der ist nicht so weit weg. Muss ich jetzt mal gucken, wo der ist? Ja, den findest du ganz einfach. Ist in der Nähe von dem B, weiter unten. Ich weiß nicht, wie wir dein Guthaben, ne? Nicht, dass alles Guthaben gleich weg ist. Na, ist es halt so. Ich hab noch Kohle. Okay, alles klar. Wenn du das sagst, ich kauf dir nachher nichts zu essen. Weil es ein bisschen blöd, dass er uns gefahren hat. Ja, na gut, du warst aber nicht so weit weg. Du musst eigentlich hier bei mir ganz in der Nähe sein. Glaube ich mal. Das sieht komisch aus, wenn ich renne. Wie konntest du denn so schnell rennen und so schnell weg sein? Na, ich war gar nicht so. Ich bin nicht so weit weg, mein Freund. Bist du das da hinten, der gerade über die Straße rennt? Ich war gerade über die Straße gerannt, ja. Bist du das da drüben? Ich stehe. Wo bist du? Drüben? Ah ja, da, natürlich. Ja, du kannst auflegen. Okay. So, Anruf beendet. Na, ich sage. Oh Gott. Wir sollen uns beim B treffen, ja? Ja, und das hat mich schon $10 gekostet, der Anruf. Oh, das ist cool. Also Anruf so lange wir wollen. So, warte mal, dann lass uns zum B gehen. So, das ist hier. Was ist los? Ja, wir gehen zum B, oder? Ja, du stehst hier nur rum. Ja, ich hab nur mir markiert, damit ich weiß, wohin. Achso, ja, ich folg dir. Okay, komm. Wir müssen so ein bisschen ins Tower, wo Jonas ist. Ist er direkt da? Eine Telefonnummer hast du nicht, ne, von ihm? Ne, leider nicht. Aber hier sind schöne Autos. Oh, ja. Kann man klauen, Auto? nein, das sind Ausstellungsstücke. Vitali, sind Ausstellungsstücke.
Sind nur Ausstellungsstücke, Vitali, sind nur Ausstellungsstücke. Ja, die kosten aber... Wie viel kosten die? Fast 2 Millionen Dollar. Wow. Oh, wo sollen wir nur so viel Geld kriegen in jemals im Leben? Ja, dir ein paar Leute klar machen hier. Ja. Siehst du hier vorne links das große Gebäude? Ja. Das ist das. Ach so. Altes Life ist besser für RP-Anfänger. Naja, es geht tatsächlich. Also hier muss ich nur zurechtfinden. Wir werden nur ein bisschen was lesen müssen wahrscheinlich. So, da drüben links muss er sein irgendwo. Weißt du genau wo? Nee, ne? Nee, leider nicht. Er hat gesagt, dass er da ist. Er kann uns ja mal irgendwie seine Telefonnummer zukommen lassen. Dann können wir dich hier anrufen. Aber er hat doch gar kein Smartphone. Hat er noch keins? Ja, weiß ich nicht. Er ist auch jetzt neu hier. Oh. Stimmt. Aber ich glaube, er hat schon ein Smartphone gekauft. Sicher. Ich glaube schon. Bin mal gespannt, ob er hier irgendwo ist. Jonas! Hörst du uns? Ich habe jetzt mal auf laut gemacht, ne? Also nicht, dass du... Also hier links muss irgendwo sein, Patrick. Vitali! Vitali! Hier auf der Seite. Wir sind jetzt hier direkt vom B-Tower. Wie gesagt, hier ist direkt das B-Tower, ne? Oder sehe ich das falsch? Also wir stehen direkt nördlich davor, müssen wir ihm halt irgendwie sagen. Damit er hier hinkommt. Ich habe versucht, per Brieftaube das irgendwie zu übersenden. Okay. Ich hoffe, die Brieftaube weiß wo. Die Brieftaube hat mir gezwitschert, Polizei. Was, Polizei? Polizei. Ist er bei der Polizei oder was? Ja. Hier in der Nähe oder wo? Bei welcher? Es gibt mehrere halt, ne? Warte. Brieftaube. Also wir sind direkt am B-Tower. Oh Gott, Polizei ist weit weg, aber... Ne, ist doch nicht so weit weg. Dann doch, ist ein Stück. Also die nächste Polizei ist, keine Ahnung, 500 Meter oder so, bestimmt. Vitali. Ja? Hast du gehört? Ja, 500 Meter. Also gehen wir dahin, ja? Ich gehe mal von aus, ich habe die Brieftaube ist noch nicht zurückgekehrt. Okay, dann lass uns. Nicht schon wieder runterfallen. Ich wollte nur gucken, ob man nicht vielleicht runterkommt, aber das ist echt zu hoch, ne? Du musst einmal aus und rumlaufen. Ja, das könnte echt sein, würde ich sagen. Du weißt ja, wo lang, ne? Ja. Das ist echt ein Stück weit weg, wo der uns hin will. Ach, hier kommen wir auch gar nicht runter wieder, ne? Vitali? Ach, da hinten ist Vitali. Wie er wegrennt. Vitali! 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 Vitali, warte doch auf uns! Du darfst doch nicht so nennen, mein Freund! Du bist bei mir gerade in der Mauer drin! Was, wie in der Mauer? Du bist in der Mauer drin! Quatsch, ich lauf hinter dir! Glaub mir! Oh, da drüben ist das Auto kaputt, glaube ich.
Ist hier ein Jonas? Wir müssen weitergehen, der ist noch weiter vorne bei der Polizei, weiter die Straße hoch. Ach du lieber. So, der müsste irgendwo, weil es nicht mehr so weit, glaube ich. Sollte auf jeden Fall nicht mehr so weit sein. So, hier liegen, hier muss Polizei sein. Irgendwo. Ah, hier siehst du. Vitali, siehst du Polizei? Oh ja. Oh ja. Ich gerade an dem nächsten Laden rausschmeißen. Nein, Jonas, du ja, bleibst. Du kannst doch hier bleiben. Ich habe eben nur zwei Sitze. Wer ist noch da? Ah, hallo, mein Freund. Hallo. Na, Jonas. Wir haben dich endlich gefunden. Wir haben dich gefunden. Wir haben dich gesucht schon die ganze Zeit. Oh Gott. Jetzt aber hier. Ja. Linke Maustaste nicht benutzen. Ja, genau. Da auf. Oh. Er macht den Jesus. Er hat Kopfschmerzen. Oh nein. Wo ist er hin? Da ist er wieder weg. Kopfschmerzen. Wir haben ihn so lange gesucht und jetzt hat er Kopfschmerzen. Ja, aber das würde man sehen. Wieso steht denn da nichts? Ja, stimmt. Ah, komische Probleme. Anonymous ist wieder schuld. Du hast gesehen, der ist einfach verschwunden. Ja, nicht mal Timeout oder Quit. Also einfach weg. Alter, komisch. Der geht mir so am Sack, der Typ hier. Den knall ich gleich ein Loch im Kopf, glaubst du das? Um Gottes Willen. Was fährt denn der da um? Der dreht hier nur seine Runde, ist am Rausschießen hier. Den knall ich gleich über den Haufen, den Bruder, wa? Der ist, guck mir den Spinner an hier, ey. Ja, das stimmt, der ist verrückt. Das kann man eindeutig sagen. Aber Vitali, hast du das gehört? Bevor die Schüsse fallen, gehe ich mal kurz ein Stück weg, weil ich bin noch nicht kugelsicher. Ich habe bestimmt zu viel Marihuana geraucht. Ja, bestimmt. Hier in Amerika ist manchmal viele Sachen anders. Jetzt müssen wir kurz warten. Jetzt müssen wir kurz warten, bis Jonas wieder hier ankommt. Alter, was macht der mit seinem Auto? Oh Gott, hast du das gesehen? Nee. Yeah. Oh. Bei dir auch? Was? Bei mir ist gerade gecrashed. Scheiße, schade. So, damit würde ich aber sagen, ich mache für heute den Stream Ende, Leute. Aber, Pet, ich würde sagen, ne, wir freuen uns bestimmt nochmal, ne? Auf einen weiteren Besuch, oder? So, ja, was wie? Genau, ich meine, wir freuen uns bestimmt nochmal auf einen weiteren Besuch, oder? Ah, jetzt bin ich wieder da. Jetzt hörst du mich. Ah, ich zeige auch wieder Ekstanik. Ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall nochmal auf dem GTA Live Server natürlich vorbeischauen. Mir hat's eigentlich Spaß gemacht, nur diese Crashes halt, das ist noch ganz so ein bisschen unsensibel, beziehungsweise noch nicht gut genug programmiert wahrscheinlich. Also die sind ja natürlich noch am Arbeiten da dran und sowas halt. Und, ja, Pet, mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. Ja. Und beim lieben Jonas natürlich auch. Und Medu, hallo! Und Leute, wie gesagt, wenn ihr noch mehr Folgen sehen wollt oder allgemein, natürlich gerne immer in die Kommentare schreiben und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Stream. Ciao!